Merci de prendre place. Nous avons un peu de retard, donc nous allons démarrer sans tarder. Donc notre collègue a fini par réussir à nous rejoindre et on l'en remercie pour ces inconvénients indépendants, bien sûr, de sa volonté. Je lui donne tout de suite la parole. Il va se présenter en deux mots et nous faire sa communication, donc intitulée « Entre le mythe et l'oubli ». Mémoire de l'émigration italienne en Méditerranée orientale. Merci. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Francesco Pongiluppi. Je viens de l'Université La Sapienza de Rome. J'ai fini mon doctorat en histoire. Je suis spécialisé en histoire de la migration italienne dans l'Empire ottoman et de la Turquie républicaine. Tout d'abord, laisse-moi vous dire que je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et je tiens à remercier le comité organisateur pour m'avoir invité à cette intéressante conférence. Je suis ici pour parler de la mémoire de la migration italienne en Méditerranée orientale, plus spécifiquement en Turquie. La migration italienne présente un intérêt partagé par les chercheurs des différentes disciplines et apporte d'importantes réflexions sur un phénomène social qui a eu un très fort impact sur la politique et l'économie de l'État italien du 19e siècle jusqu'à nos jours. L'étude de ces phénomènes a connu un développement considérable au cours des dernières décennies. Ok. Aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Argentine, en France et dans tous les pays qui ont accueilli l'élément italien au fil des décennies, nombreux centres d'études, associations, journaux et universités se consacrent, et départements universitaires se consacrent à l'étude de la migration italienne et à la préservation de son héritage. Et malheureusement, on ne peut pas dire la même chose pour l'espace correspondant à la République de Turquie, en dépit d'une présence italienne dans cette région, antérieure à la fondation de l'État italien unitaire, c'est-à-dire 1861. Donc il apparaît que la littérature contemporaine, tout comme la mémoire collective, après la Deuxième Guerre mondiale, on a abordé de manière plus exhaustive l'histoire migratoire italienne vers l'Europe occidentale et l'Amérique que celle en Méditerranée orientale. Et pourtant, dans cette région, une communauté de langue italienne, mieux connue en Italie sous le nom de communauté italo-levantine, s'est affirmée à l'époque ottomane et a été représentée jusqu'à la moitié du XXe siècle par un grand nombre d'entreprises, écoles, associations, loges maçonniques, institutions et missions religieuses. Nous ne voulons pas affirmer qu'il n'y a pas d'études sur la communauté italienne de Turquie. Il y a bien sûr d'études et aussi très riches. Encore plus nombreuses sont généralement des contributions sur l'histoire urbaine qu'on retrace et approfondit la présence italienne dans les grandes villes de Turquie. L'histoire de la communauté italo-levantine de la Turquie ottomane, plus républicaine, a fait l'objet de ma thèse de doctorat, donc a été mon compagnon de voyage pour les 4-5 dernières années de recherche. Bon, j'imagine que pas tout le monde dans cette salle n'est pas familier avec cette communauté minuscule, pas si célèbre, pas si bien définie. Je suppose que la première question donc, à laquelle on devrait répondre est simple. Qui sont les Italo-Levantins? Lorsqu'on utilise le terme levantin ou Italo-Levantin en langue italienne, on se réfère essentiellement aux communautés italophones résidant en Levant ottoman et post-ottoman. Cependant, le terme levantin est resté lié assez longtemps dans la littérature italienne à une nuance négative, renvoyée à la Russe et à une duplicité attribuée aux membres de cette communauté en raison de leur caractère transnational et transculturel.
il est intéressant de constater que la représentation de cette présence a vécu dans les 100 dernières années un chemin d'une certaine manière très bizarre. En effet, lorsqu'on analyse les narratives nationales italiennes au sujet de la communauté italo-levantine, à travers la littérature, les journaux, les discours politiques et la correspondance diplomatique, on constate trois grandes phases. La première, qui commence avant l'indépendance italienne et s'arrête au début du XXe siècle, marquée par un mépris, pas forcément voilé, parfois arrogant, pour la communauté italo-levantine, pardon, accusée d'être faiblement attachée au sentiment national, très liée à la France, trop hybride, trop orientale, et donc loin de la culture latin-italienne. La deuxième phase, accompagnée d'une mythification du rôle historique italien dans la Méditerranée, immerse dans la présence italienne, au moins selon les discours nationalistes, a contribué à la civilisation, aux échanges commerciaux et au développement humain pour la bien du dérive de la Méditerranée. Dans ce cadre, la communauté est vue comme la descendante de la civilisation romaine, l'héritier des vestiges des républiques maritimes italiennes et aussi bastion du catholicisme latin en Levant. Les Italo-Levantins, donc idéalisés et mythifiés, sont alors à la merci des politiques nationalistes et colonialistes italiennes qui trouvent finalement une pleine légitimation et réalisation avec l'instauration du régime fasciste. C'est la période la plus significative sur le plan de la production écrite, marquée par une volumineuse littérature consacrée à la présence italienne en Méditerranée orientale. Ces narratives présentent un vocabulaire et une identité nationaliste, très nationaliste, où les Italo-Levantins, de manière caricaturale, jouent le rôle des civilisateurs en Levant. La troisième phase se caractérise par des engagements historiographiques dont la mémoire de cette migration est marginalisée et pendant de longues années est bien oubliée. L'évolution sociopolitique de la République de Turquie avec la construction de l'État-nation réduit considérablement les droits et les espaces aux ressortissants étrangers, aux minorités, et en conséquence, la communauté italo-levantine est poussée vers une nouvelle migration éloignée du pays turc. D'autre part, la mythification des Italiens du Levant, engagée par la politique méditerranéenne fasciste, finit par identifier les Italo-Levantins, aux yeux de la nouvelle société turque, comme un dangereux appendice de l'impérialisme italien. Après la chute du régime fasciste en Italie, l'instauration de la République et d'un nouveau cours démocratique en Italie, commence une période marquée par l'oubli de la mémoire et de la communauté Italo-Levantine, autant dans les discours politiques que dans les narratives nationales. Donc, compte tenu de ces trois grandes phases, on peut donc résumer l'évolution des formes de la représentation de la migration italienne en Levant, en Turquie, avec ces trois mots, mépris, mythe, oubli. On va aller voir alors ici certains acteurs, certaines littératures et certains événements politiques qui ont concouru à une mémoire collective, pas vraiment linéaire, et qui mérite bien sûr une analyse plus exhaustive. À la fin du XIXe siècle, l'Empire ottoman est un État traversé par plusieurs tensions intérieures et menaces extérieures. Ses finances sont contrôlées par les puissances européennes qui rivalisent pour profiter des nouvelles opportunités économiques créées à la suite des réformes ottomanes visant à moderniser les systèmes socio-économiques impériaux. Les jeunes royaumes d'Italie figurent parmi ces pays intéressé en expansionnisme culturel et économique vers la Méditerranée orientale, une région qui peut offrir, aux yeux du gouvernement de Rome, un nouveau marché pour sa jeune industrie et une destination pour sa force de travail potentiellement disponible et sans emploi en Italie, un pays traversé par profondes inégalités économiques et sociales. Ainsi, les principaux centres urbains ottomans
Thessalonique, Izmir, Beyrouth, Istanbul, Constantinople, reçoivent une nouvelle migration italienne qui vient s'ajouter aux communautés italo-levantines et à une petite mais influente population déjà bien insérée dans l'autre société ottomane composée par artistes, médecins, bureaucrates et techniciens. Un rapport consulaire italien du début XXe siècle en provenance d'Izmir nous donne un aperçu sur la composition sociale de la communauté italienne de la Turquie ottomane. Selon ces documents, la communauté se compose de 4 groupes principaux. La première se compose par des familles génoises et vénitiennes établies là pendant les républiques maritimes et durant l'époque moderne. Ces familles sont les plus riches, les plus éduquées, les plus influentes. La seconde se compose par la classe ouvrière, les artistes, les fermiers, les marins et les pêcheurs. La communauté juive italienne constitue le troisième groupe. Ce sont les oriundos de Livourne, mais encore plus de Thessalonique, qui ont obtenu un siècle plus tôt la protection du royaume de Sardaigne. Le quatrième et dernier groupe est le plus négligé par l'historiographie. Et pourtant, celui qui, plus que tout le monde, a subi les changements politiques que nous sommes sur le point de décrire. Se compose d'un petit nombre de travailleurs amenés par la construction des chemins de fer et par des travaux minières. Ce sont les plus exclus et marginalisés par les institutions italiennes de la communauté. Donc ces documents font apparaître une communauté italienne, une communauté italo-levantine, très hétérogène et composite. L'écrivain et journaliste Edmondo De Amicis, dans son livre Constantinople, publié en 1877, après un séjour dans la capitale ottomane, souligne un niveau culturel très pauvre parmi les membres de la communauté italo-levantine et aussi une méconnaissance de la langue italienne. Il écrit, c'est un italien déjà bâtard, incrusté de 4 ou 5 autres langues, abbâtardi à leur tour. Un autre écrivain italien, Giuseppe Zaccagnini, dans son ouvrage La vie à Constantinople, présente et décrit cette communauté comme un tapis turc avec des décorations grecques, des couleurs italiennes, des motifs persans, des ornements slaves. L'image finale que le lecteur obtient peut lui donner une idée du mélange de cette communauté. Donc la caractéristique principale du monde italo-levantin était donc son multilinguisme. Le choix de l'une ou de l'autre langue s'effectua dans chacun des cas en fonction des situations déterminées. Donc parmi les italo-levantins, la langue française était d'usage chez les individus instruits, la langue judo-espagnole l'était parmi la communauté de los francos. Les dialectes des régions italiennes se maintenaient au sein de la classe ouvrière. Et enfin, le grec, dans sa version vulgaire, était employé dans la vie quotidienne, comme langue véhiculaire. Afin de garder un rôle culturel dans la région et italianiser et combattre l'élevantinisme de ces communautés en Levant, l'Italie essaie de mettre en œuvre des politiques économiques et culturelles. Il faut éduquer les Italo-Levantins pour créer les mythes et jeter les bases de la future politique expansionniste et impérialiste méditerranée, la politique du Mare Nostrum. Ce sont donc les années de l'ouverture des écoles italiennes dans le Levant, avec l'intention de créer une jeunesse italienne éduquée pour soutenir les intérêts italiens et faire face à la rivalité française en Levant. L'ouverture est rapide et massive. Imaginez qu'en Levant, les écoles italiennes, en 1911, étaient presque 80. Après les écoles, partout où une communauté italienne pourrait être trouvée, le gouvernement italien établit orphelinat, services de santé, de charité, églises et associations. La Rassegna Italiana, organo degli interessi italiani in Oriente, journal italien établi à Constantinople en 1896, espérait spécifiquement que la langue italienne deviendrait la langue principale du commerce et de la culture du Levant, comme elle était à l'époque des républiques maritimes. Donc, selon ce journal, la langue française était responsable de détourner la communauté italienne des intérêts nationaux. Donc, toutes ces actions et investissements visaient à créer une communauté nationaliste à l'étranger bien liée à Rome. Un acteur absolu est sans aucun doute l'Association nationale destinée à porter secours
aux missionnaires catholiques italiens. Organisation catholique fondée par Ernesto Schiaparelli, un des principaux représentants du nationalisme catholique, qui voyait dans le colonialisme et l'expansionnisme vers Orient la possibilité de nouveaux investissements, de nouvelles émigrations, de nouveaux profits pour la bourgeoisie italienne. Cette organisation développe, approuve, finance et contrôle dans l'Empire ottoman d'églises, couvents, écoles, écoles maternelles, hôpitaux, agences de protection sociale. Nous voyons clairement comment la foi, le catholicisme et la langue, l'italien, sont les moyens d'établir une présence nationale en Levant. Cette organisation catholique est aussi une fervente défenseur des intérêts italiens en Libye et de la guerre contre l'Empire ottoman. L'éclatement de la guerre en 1911 surprend les Italo-Levantins, qui se retrouvent tout à coup dans une position très difficile. La guerre italo-turque est le premier de nombreux conflits qui portent à la dissolution de l'Empire. Les massacres, les génocides, les expulsions, les dévastations de la région entre 1912 et 1922 changent pour toujours cette partie du monde. La cohabitation, le multiculturalisme, force et fierté de l'Empire ottoman termine avec sa défaite et laisse les Italo-Levantins comme des orphelins. C'est ainsi que je vois les Italo-Levantins, surtout sa partie ouvrière et populaire. Orphelins d'un empire transculturel et otages du nationalisme qui sera mis en œuvre par Mussolini en Italie et par Mustafa Kemal Atatürk en Turquie. Ensemble, ces deux gouvernements, je suis désolé, ensemble, donc, on a dit, le gouvernement de Mussolini et le gouvernement de Mustafa Kemal Atatürk en Turquie, les deux gouvernements marqueraient le déclin de la communauté italo-turque, aujourd'hui représentée par quelques centaines de personnes. Merci de votre attention et vraiment... Merci à les traducteurs. Merci. Grazie. Merci. Donc, je passe sans tarder la parole à notre collègue Onur Erdur. Voilà. Merci. Ich soll mich auch kurz vorstellen. Ne? Ja, Onur Erdur, Humboldt-Universität Berlin. Ich arbeite am Institut für Kulturwissenschaft und arbeite derzeit an einem Habilitationsprojekt, in dem grosso modo die intellektuellen Geschichte der, merci, die intellektuellen Geschichte der BRD zusammengeknüpft und verknüpft wird mit der sogenannten Migrationsgeschichte der BRD. In dem Kontext bin ich über Umwege auch auf dieses heutige Thema gestoßen, gekommen. Und vorweg, genau, ich bin eher quasi frischer, mache quasi auf neue Art, entdecke ich historische Migrationsforschung, weil ich bis jetzt, bis vor kurzem, meine Doktorarbeit zur Geschichte der französischen Philosophie geschrieben habe. Die epistemologischen Jahre, Philosophie und Biologie in Frankreich. Und das Postdoc-Projekt war eigentlich, ging zu den kolonialen Wurzeln der französischen Philosophie. Also es gibt so eine Art Transformation zu einem anderen Thema. So viel vielleicht, was die Vorstellung betrifft. Genau, eine Sekunde, ich muss auch versuchen zu hantieren mit drei Sachen. Ich möchte die nächsten 20 Minuten dafür nutzen, die im Mittelpunkt der Konferenz stehende Frage nach der Repräsentation und Erinnerung von Migration entlang eines prominenten Beispiels aus der deutschen Zeitgeschichte zu behandeln, nämlich entlang der erinnerungspolitischen Auseinandersetzungen mit dem Berliner Mauerfall im November 1989 und der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990. Also man kann ohne Übertreibung behaupten, dass es sich bei der sogenannten Wendezeit von 89-90 um einen Locus Classicus der deutschen Erinnerungskultur handelt. Und die uns quasi beschäftigende Frage nach den Bedingungen und Formen und Effekten der Erinnerung von Migration jetzt in enger Verknüpfung mit dem Moment von 89 und 90 zu untersuchen, scheint mir jetzt dabei aus mehreren Gründen besonders geeignet zu sein. Und ich möchte hier drei Gründe erstmal hervorheben, wobei ich auch gleich hinzufügen muss, dass diese drei Gründe quasi
rahmengebende Überlegungen sind, die ich jetzt eigentlich thesenhaft eher einfach zuspitze. Also es sind eigentlich auch schon drei Beobachtungen. Nämlich erstens vermitteln die bestehenden hegemonialen Narrative der deutschen Wiedervereinigung einen guten Eindruck von der unzureichenden Einbeziehung der migrationsbezogenen Perspektive in das sogenannte kollektive Gedächtnis der BRD. Die Erfahrungen und Erinnerungen von Migranten, Migrantinnen sind in diesem kollektiven Gedächtnis nicht vorhanden bzw. nicht wirklich sichtbar. Ja. Mauerfall und Wiedervereinigung bleiben in der offiziellen Erinnerungskultur weitestgehend also deutsch-deutsche Angelegenheiten, innerhalb derer ein vermeintlich ethnisch homogenes deutsches Volk die Teilung eben überwindet und wieder zusammenwächst. Ja. Und in dieser Lesart ist die Zeitenwende von 89-90 bildet also einen deutschen Erinnerungsort ab, der entsprechend ethnisch kodifiziert ist. Ja, also die Forschung redet dann von der Ethnisierung des nationalen Gedächtnisses. Das ist der erste Punkt. Zweitens kann man am Beispiel der Wendezeit jetzt mittlerweile aber auch beobachten, dass sich in den letzten Jahren eben in erinnerungskultureller Hinsicht einiges getan hat. Es gibt eine nicht unbedeutende Zahl an Bemühungen, in denen die besagte Zeitspanne aus unterschiedlichen migrantischen bzw. marginalisierten Perspektiven erinnert und erzählt wird. Und meistens vollzieht sich diese Erinnerungsarbeit im Rahmen von Community-Identitäten, wie ich es jetzt in Ermangelung eines besseren Wortes ausdrücken würde. Also hierzu zählen neben der türkischen Community, auf die ich gleich ausführlicher zu sprechen komme, beispielsweise die afrodeutsche, die russischstämmige bzw. postsowjetische oder auch die vietnamesische Community. Und bei dem zweiten Punkt jetzt ist es wichtig festzuhalten, dass die Sichtbarmachungsprozesse von Migrationsgeschichten für die Zeit um 1990 im vollen Gange sind und schon längst die hegemonialen Narrative und Geschichtspolitiken herausfordern. Und ich sage jetzt natürlich bewusst herausfordern, weil damit natürlich klar ausgedrückt werden soll, dass das Verhältnis zwischen hegemonialen und alternativen Erzählungen keineswegs umgewälzt wird und auch gar nicht im Begriff ist, jetzt plötzlich umzuschlagen. Aber man kann aber eben gleichzeitig auch nicht mehr behaupten, dass die Migrationsgeschichten rund um die deutsche Einheit absolute Leerstellen bilden würden. Ne? Das ist so ein bisschen ambivalent. Und bei diesem ambivalenten Status würde ich jetzt gerne einen dritten Punkt festmachen. Das wäre quasi mein Punkt, meine Intervention, der ergründet, warum es sinnvoll ist, Migrationsgeschichte und Erinnerungskultur gerade am Beispiel der deutschen Einheit zu untersuchen. Der Umstand, dass diese Sichtbarmachungsprozesse von Migrationsgeschichten in Gang gekommen sind, bringt es mit sich oder hat zur Folge, dass man mittlerweile einen Schritt weiter gehen kann, meiner Meinung nach, und die migrationsbezogenen Erinnerungspraktiken selbst wiederum auf ihre Bedingungen, Formen und Effekte und Konfliktlinien hin untersucht. Also sie werden dann Gegenstand der erinnerungskulturellen Analyse. Und es ist dann weniger das Verhältnis zur hegemonialen Erzählung, als vielmehr die Erinnerungskultur in der Migrationsgesellschaft selbst, die den Gegenstand des Interesses bildet. Und dann eben auch neue Fragen aufwirft, die beantwortet werden wollen. In welchem Rahmen tauchen diese alternativen Narrative auf? Welche Funktionen besitzen sie? Welchen Effekt haben sie? Zu welchen Konkurrenzen kommt es bei der Sichtbarmachung von Migrationsgeschichten? Und muss es eigentlich immer zu diesen Konflikten und Konkurrenzen kommen, wenn eine andere Erzählung, ja, eine andere Stimme auftaucht? Und ich lasse diese großen Fragen jetzt erstmal im Raum stehen. Es bleiben auch große Fragen natürlich. So viel zu den ersten drei Punkten, die wie gesagt so einen allgemeinen Rahmen abstecken sollen. Ich werde mich jetzt im Folgenden ganz konkret eben denjenigen Repräsentations- oder besser gesagt den Erinnerungsformen widmen, in denen eben eine migrantische Perspektive auf die Zeit um 89, 90 sichtbar wird. Und da muss ich zwei Einschränkungen jetzt aber vornehmen, damit ich überhaupt konkrete Aussagen treffen kann. Ich werde mich auf die Stadt Berlin jetzt beschränken und auf die türkische Community mich konzentrieren. Was die Präsentation erstmal betrifft. Als erstes möchte ich einen kurzen, also in drei Schritten werde ich vorgehen, als erstes möchte ich einen kurzen, aber natürlich keineswegs vollständigen Überblick über die bestehenden Bemühungen und Initiativen geben, die eine deutsch-türkische Perspektive auf diesen Moment zum Thema haben und ausgehend davon in einem zweiten Schritt versuchen, eben einige typische Erzählmuster herauszuschälen, also eigentlich wirklich konkret die Frage beantworten, welche alternativen Narrative gibt es eigentlich in dieser Erinnerungskultur? Wahrnehmung, Repräsentation, Erinnerung. Und zum Schluss werde ich mich eben diesem Spezialfall widmen, nämlich diesem Satz, wir sind auch das Volk. Diese drei Schritte. Zum ersten Schritt, ich hoffe, das ist wunderbar, zum Überblick über die Infrastrukturen des kollektiven Gedächtnisses, weil fand ich einen schönen Ausdruck im Panel oder in der Organisation, Infrastrukturen des kollektiven Gedächtnisses. Bei mir ist es jetzt quasi nur ein Überblick über
über diese Erinnerungskultur, über das Material. Ein ganz aktuelles Beispiel aus der Ausstellungspraxis von Museen jetzt ist die Sonderausstellung Bizim Berlin 89-90, ich sage es auf Deutsch jetzt, also unser Berlin 89-90 im Stadtmuseum Berlin. Dort sind hauptsächlich Fotografien ausgestellt, die der Istanbuler Fotograf Ergun Çağatay im Zuge einer Reportage über Ost- und West-Berlin für die französische Fotoagentur Gamma schoss. Und er suchte dabei die zweite Generation türkischer Einwandererinnen und Einwanderer auf und fand eben nicht nur eine Stadt, sondern auch eben die türkische Community im Umbruch. Und um deren Wahrnehmung und Erinnerungen geht es dann eben auch im restlichen Teil der Ausstellung, die sehr stark auf ein partizipatorisches Moment der Ausstellungsbesucher zielt. Und es handelt sich, um ehrlich zu sein, auch um eine relativ kleine Ausstellung. Ein deutlich größeres, ich ziehe das jetzt einmal so, damit Sie ein Bild haben von dem Material, ein deutlich größeres Potenzial für die Sichtbarmachung von Migrationsgeschichten besitzt das Museum Kreuzberg-Friedrichshain, das in seinem Archiv seit längerem einen Sammlungsbereich zum Thema Migrationsprozesse nach Kreuzberg 60 bis 90 eröffnet hat. Bislang hat sich das Museum in seiner eigenen Erinnerungspraxis auf die Dokumentation von Interviews mit Zeitzeuginnen konzentriert. Das ist und mag auch eine wichtige Säule der Arbeit darstellen, schöpft aber meiner Meinung nach das Potenzial des Kreuzberger Archivs, wenn man dann vor Ort ist, eigentlich aber noch gar nicht aus. Also es braucht eigentlich noch viel mehr persönliche Power quasi da in dem Archiv, das Archiv zu konsultieren, zu bearbeiten, zu pflegen. Wie man ausgehend von Zeitzeugen Interviews auf einer wissenschaftlich fundierten Ebene, also in dem Fall soziologischen, ein schönes Panorama der türkischen Community zu Zeiten des Mauerfalls errichten kann, zeigt die Studie Topographie des Außenseiters von Nevim Gild, einer Politikwissenschaftlerin, und sie zeigt deutlich, wie die Selbstverständnisse und Zugehörigkeitsbekenntnisse der in Deutschland lebenden Türken während der Einheit einem starken Wandel unterworfen waren. Und noch zwei andere Beispiele, eine literarische Repräsentation des Mauerfalls aus deutsch-türkischer Sicht findet sich im Roman Selam Berlin der Autorin Yade Kara, die die Erfahrung deutsch-türkischer Berliner eben in den historischen Moment auch einfach einblendet. Und ein veritabler Goldschatz, meiner Meinung nach, ein Film, den ich hätte gerne zeigen wollen, auch in Ausschnitten, aber das lasse ich mal, ist der Film Duvarlar, Walls, Mauern, des türkisch-amerikanischen Filmemachers Can Candan. Es handelt sich um einen 1991 gedrehten Dokumentarfilm, der der Frage nachgeht, wie sich die Folgen des Mauerfalls auf die in Berlin lebenden türkischen Migrantinnen auswirken. Und angesichts des zunehmenden Nationalismus und der Asyldebatte, aufkommenden Asyldebatte, sprechen die im Film Interviewten über die Vergangenheit der Arbeitsmigration in die BRD, aber auch eben über die Gegenwart und Zukunft migrantischer Kultur und auch schon Mitsprache im wiedervereinigten Deutschland. Und vor allem werden die, sagen wir, hegemonialen Bilder vom Mauerfall im Film eben neu ausgeleuchtet, sodass auch die ausgrenzende Gewalt der friedlichen Revolution auch 1990 in dieser Stadt Berlin sichtbar wird. Und ich kann diesen Film Ihnen wirklich nur wärmstens empfehlen und ans Herz legen. Das ist ein sehr schöner Dokumentarfilm geworden. Nun gut, das ist jetzt nur eine wirklich knappe, völlig eklektische Skizze der Erinnerungslandschaft, die sich einem eröffnet, wenn man eben diesen Repräsentations- und Erinnerungsversuchen von migrantischen Perspektiven auf den Mauerfall nachgeht. Und wenn ich jetzt in einem zweiten Schritt eben der Frage nachgehe, welche konkreten Narrative jetzt existierten und existieren, dann kann ich das jetzt wirklich nur schablonenhaft machen, indem ich wiederkehrende typische Muster von Aussagen, Wahrnehmungen, Argumentationen und Erinnerungen sammle, die ich in dem auffindbaren Material, das ich Ihnen quasi transparenterweise einfach gezeigt habe, also auftauchen, die ich jetzt erstmal als wiederkehrend wahrnehme. Ich würde fünf Narrative ausmachen bzw. herauspräparieren, die sich als Statements veranschaulichen lassen. Ich beziehe mich vielleicht auf zwei wegen der Zeit. Erstmal auf den ersten. Wir sind nicht Teil der Feierlichkeiten gewesen. Von der allgemeinen Euphorie ergriffen und auch aus Neugier darüber, was sich vor ihren Haustüren abspielte, nahmen auch eben die Berliner Türken an den Ereignissen teil, indem sie sich einfach auf den Straßen aufhielten natürlich. Sie trafen aber da relativ rasch auf Ablehnung unter den Feiernden, die frei nach dem Motto sagten, das ist unsere Sache, unser Fest, das ist ein Zitat, dass wir unter uns feiern möchten, ihr gehört nicht dazu, stört uns nicht. Ja, das ist quasi ein Zitat von einer Erinnerung. Geradezu paradigmatisch eben für diesen Ausschluss aus den Feierlichkeiten ist eine Episode, bei der ein Fernsehjournalist vor laufenden Kameras vom Moderator im Studio gebeten wird, doch bitte einige Stimmen quasi von der Straße einzusammeln. Und nachdem der Journalist eben auf der Suche nach geeigneten Interviewpersonen bemerkt, dass sich hauptsächlich nur junge Migranten in seiner unmittelbaren Umgebung aufhalten, die offensichtlich nicht in sein Schema passen, hat er sofort erfolglos zurück ins Studio gegeben.
Und das ist eine Wunder, für mich eine wunderbare, schöne Szene, wie etwas zusammenkommt. Man will dem Moderator überhaupt keine Schuld oder irgendein Problem zuweisen, aber es daran entzündet sich eben genau eigentlich der Blick, ja, der Le Regard. Diesen zweiten Satz lasse ich mal, also das ist quasi, wir haben unsere Arbeitsstellen verloren, müssen Sie quasi auch als Deutung natürlich sehen, wobei ich eben nicht sicher bin, wie die sozioökonomischen Situationen wirklich 1990 waren, das will ich nochmal nachgucken. Aber der dritte Satz ist nochmal interessant. Wir waren in den 1980er Jahren doch schon viel weiter. Die 80er Jahre werden retrospektiv als diejenigen Jahre gedeutet, in denen politische und soziale Integrations- und Normalisierungsprozesse einsetzten, kommunales Wahlrecht, Wohnsituation, Fragen der Schulbildung und die mühsam errungenen Kämpfe für mehr Rechte und die Hoffnung auf soziale Anerkennung seien aber eben mit der Wendezeit und der einsetzenden Verlagerung der politischen Prioritäten des Staates eben schlagartig zunichte gemacht worden, ne? Auch wiederum wichtig, die Deutungswahrnehmung. Der letzte Punkt vielleicht auch nochmal, unsere Zukunft ist Deutschland, ist auch schön. Unsere Zukunft in Deutschland wurde plötzlich ungewiss. Die vielfältigen Diskriminierungserfahrungen werden eben in der Rückschau oft als eine Zeit des Unsicherheitsgefühls erinnert, bei der man nicht mehr genau wissen konnte, ob man jemals eben dazugehören würde. Eine Unsicherheit, die auch eben eine ungewisse Zukunft in Deutschland implizierte. Fragen wie bleiben oder gehen, damit verbunden auch Fragen der Zugehörigkeit und der Identität deutscher Ausländer, kamen auf eine drastische Weise eben wieder auf und mussten auch wieder neu beantwortet werden. Ich hoffe, dass diese fünf unterschiedlichen Sätze, die ich Ihnen schematisch vorgestellt habe, deutlich machen können, wie die Berliner Türken. Okay, super. Die Berliner Türken die Wendezeit erinnern und erzählen. Es sind fast immer Erzählungen der Exklusion, des im Stich gelassen werdens. Ich glaube aber auch, dass eben diese Erzählungen auf einer ganz anderen Ebene von Bedeutung sind. Sie verweisen nämlich auf etwas Drittes in erinnerungskultureller Hinsicht, nämlich auf Fragen der Zugehörigkeit, der Identität, der Repräsentation, die klassischen Wörter und in letzter Konsequenz eben auf die Frage der historischen und symbolischen Inklusion der Einwanderer. Und um diesen wichtigen Punkt in seiner vollen Bedeutung zu entfalten, möchte ich zum Schluss meines Vortrags eben schnell jetzt auf diesen Titel zurückkommen, der ja schon angeklungen ist. Der Satz, wir sind auch das Volk, findet sich auf einer Fotografie wieder, die mittlerweile selbst zu einem quasi Erinnerungsort der Migration geworden ist, weil es von Seiten der historischen Migrationsforschung eben gerne verwendet wird, um auf diese eindimensionale deutsch-deutsche Erinnerung der Wendejahre hinzuweisen. Das Foto zeigt einen Mann, der auf einer Demonstration am 31. März 1990 vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in West-Berlin ein Transparent mit eben dieser Aufschrift hochhält. Und in dieser Formulierung steckte eben ein halbes Jahr nach dem Fall der Mauer und der Wiederentdeckung der deutschen Nation als politische Leitkategorie ein gutes Stück kritische Zeitdiagnose und das in dreifacher Hinsicht. Jetzt erstens übte die Aussage des Transparenz Kritik an dem 1990 verabschiedeten Ausländergesetz, das einerseits neue aufenthaltsrechtliche Verschärfungen für Ausländer mit sich brachte, andererseits aber verbesserte Möglichkeiten zur Einbürgerung von Einwanderern auch ermöglichte. Zweitens, das ist wichtig, ironisierte die Aufschrift den Slogan der DDR-Bürgerrechtsbewegung, natürlich, der ursprünglich als und immer noch eben als kritische Waffe des Wortes gegen die SED-Herrschaft, also Betonung, wir sind ein Volk, gegen das totalitäre Regime gerichtet war, dann aber in etwas abgewandelter Form, also danach erst im Zuge der quasi Wendezeit, zu einem Leitmotiv, also wir sind ein Volk, ja, der schnellen Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten wurde. Und der Demonstrant fügte diesem Ausrufezeichen nationale Einheit eben drittens ein gewisses Fragezeichen hinzu, das in diesem auch auftaucht. Er erinnerte nämlich den Betrachter daran, eben, dass die Wohnbevölkerung und Bürger dieses Landes eben nicht allein jene Deutschen sind, die sich aufgrund von Geburt und oder Abstammung als solche empfinden, sondern eben auch die Einwanderer und deren Nachkommen. Und diese ironische Erinnerung bringt natürlich jetzt Fragen der, eben, wie ich es meinte, der Fragen der Nationalität, des Volksbegriffs, der Zugehörigkeit, aber nochmal ganz anders auf den Punkt, als dass man das eigentlich in den klassischen zeitgeschichtlichen oder erinnerungskulturellen Analysen eigentlich immer vorfindet. Weil es sehr direkt einfach Fragen formuliert, wie wer konstituiert das deutsche Volk, beziehungsweise die deutsche Nation, ganz klassisch. Wie wird man Teil dieses Volkes, wenn man nicht schon durch Geburt oder Abstammung dazugehört? Wie imaginierte die deutsche Mehrheitsgesellschaft ihr nationales Selbst, das Volk oder die Nation und eben unter Einbeziehung ihrer historischen Erinnerung und wie zog sie die Grenzen zu den anderen? Wie konzipierte sie Offenheit? Und diese Frage
Genau, angesichts solcher Fragen, ich versuche mich quasi jetzt kurz zu halten, angesichts solcher Fragen, die das Foto eben einzig und allein mit dem Slogan "Wir sind auch das Volk" eigentlich bei uns auslöst, oder bei mir zumindest auslöst, kann man sich also gut vorstellen, warum die Fotografie selbst zu einem Erinnerungsort der Migration werden konnte. Ne? Zusammenfassend ließe sich jetzt quasi nun sagen, dass das Foto folgende erinnerungspolitische, jetzt ist wichtig, Effekte hat. Das war ja der dritte Punkt am Anfang, den ich stark machen wollte, nicht einfach bei der Erinnerungskultur der Migration zu bleiben, sondern zu fragen, welchen Effekt hat jetzt eigentlich die Bedeutung, dass wir jetzt an 1989 vielleicht unter migrantischer Perspektive an diese Zeit erinnern, und welchen Effekt hat sie? Sie hat folgenden Effekt. Erstens erinnert uns dieses Foto immer wie eine Art pieksender Stachel an die konstitutiven Ausschließungsmomente in allen nationalen und ethnischen Selbstverständigungsprozessen. Es erinnert uns zweitens aber auch gleichzeitig in einem durchaus positiven Sinne daran, dass es auch eben schon in der Vergangenheit Momente und Anzeichen von Partizipation, von politischer Meinungs- und Willensbildung, auch in ironischer Art und Weise natürlich unter den Migranten gab, auch wenn diese an der Hand abzuzählen sind. Ja, also man muss sie auch spärlich natürlich suchen und ein bisschen konstruieren natürlich. Das Besondere, die Pointe am Slogan ist ja aber dieses kleine Wort "auch", das ja im Grunde nach Aufmerksamkeit schreit, nach Repräsentation. Was eigentlich, also auf einer demokratietheoretischen Ebene, ein völlig legitimer zivilgesellschaftlicher Anspruch ist von denjenigen, die sich vergessen fühlen oder de facto ausgeschlossen wurden. Das wäre der zweite Punkt. Das Foto erinnert mich aber auch, oder erinnert quasi in erinnerungskultureller Hinsicht, aber auch an einen etwas problematischen Aspekt, den ich auch gar nicht unterschlagen möchte, dass nämlich in der Formulierung der heikle Begriff des Volks und unreflektiert mitgetragen werden könnte, natürlich in unterschiedlichen Dimensionen. Bei einer Sache muss man aufpassen, nämlich um einem populistischen, biologisch begründeten Volksbegriff ein anderes Konzept entgegenzusetzen, reicht es eben nicht aus, das suggeriert das Foto aber auch, auf den partikularen Anspruch einer politischen oder sozialen Gruppe hinzuweisen. Wer zum sogenannten quasi Volk dazugehört, war nicht immer nur eine Frage der Inklusion und Exklusion, sondern immer schon Aushandlungssache, Gegenstand von demokratischen Aushandlungsprozessen, ganz kurz und knapp. Aushandlungsprozessen, die wiederum aber eben die Vervielfachung der Ansprüche auf Repräsentativität ermöglichen. Und hier sehe ich, dass wirklich das vorletzte Statement, aber hier sehe ich wirklich nicht einen Widerspruch. Wir sind auch das Volk, heißt in dem Zusammenhang ja nicht, dass man ein rein additives Verständnis von Inklusion vertreten muss, wonach immer nur bestehendes neuen Gruppen sozusagen von oben nach unten zugestanden wird. Der Kampf um Anerkennung kann hier eigentlich jetzt in diesem demokratietheoretischen Sinne ein Verfassungsverständnis auch als Ganzes eigentlich transformieren. Also dass man dann sofort über demokratietheoretische, verfassungstechnische Fragen diskutiert, indem man die Frage nach dem Volk bzw. nach der Zugehörigkeit zu diesem Volk immer wieder neu gestellt und neu beantwortet haben muss. Genau, und vielleicht müsste man eben von dem hier präsentierten Erinnerungskomplex Mauerfall und Deutsche Einheit 89-90 vielleicht eben zum Anlass nehmen, die gegenwärtigen Bemühungen um eine verstärkte Sichtbarkeit von Migrationsgeschichten in diesem kollektiven Gedächtnis der BRD eben nicht nur als partikulare, hinzukommende oder eben zusätzliche Beitragsgeschichte zu lesen und es dann dabei zu belassen, sondern eben vielmehr als eine Chance begreifen, an gesamtgesellschaftliche Aushandlungsprozesse zu erinnern. Und dann würde man eben nicht, da hatten wir es am Anfang, dann würde man eben nicht Migrationsgeschichte betreiben und erinnern, okay, sondern vielmehr Zeitgeschichte durch die Linse der Migrationsgeschichte praktizieren und dann quasi eben über Migrationsgeschichte reden und aber auch über 89 und 90 und vielleicht sogar, das ist mir danach am Ende aufgefallen, über diesen Begriff stolpern und merken, das hat sehr viele Ähnlichkeiten zu dem, was in den letzten Jahren unter Populismus, unter den Debatten zu, was ist eigentlich ein Volk, wie sind das Volk unter Pegida, aber auch Linkspopulismus eigentlich irgendwie assoziiert wurde. Aber das ist vielleicht einfach ein Punkt, der nicht Teil dieses Referats, des Inputs ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Merci pour ce bel exposé en respectant le temps. Merci beaucoup. Et là, je vais donner la parole à Stéphane Gore pour ce troisième exposé donc de début d'après-midi. Guten Tag. Mein Name ist Stefan Goch. Ich lehre an der Ruhr-Universität in Bochum, arbeite aber hauptberuflich
am Institut für Stadtgeschichte in Gelsenkirchen, einer der Städte im Ruhrgebiet, wo es eben ein Stadtarchiv gibt, wo es Forschung gibt und wo man das dann auch noch der Menschheit im Ruhrgebiet erklären muss, was man so herausgefunden hat. Das Ruhrgebiet ist eine ganz andere Region als viele andere Regionen, die hier behandelt werden. Es entstand seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in einer zuvor eigentlich völlig menschenleeren Gegend. Das heißt, seit 150 Jahren war Fremdsein, Ankommen, Weggehen und vielleicht auch heimisch werden etwas ziemlich Normales in dieser Gegend. Die Gegend war geprägt durch die Montanindustrie, also durch eine einheitliche, schwere Arbeit von Männern. Das heißt, es gab bestimmte Männer- und Frauenrollen, es gab Familienmodelle und Wohnweisen und alltägliche Erfahrungen, die alle verhältnismäßig einheitlich waren und die Menschen auf eine Art zusammenschweißten. Und der Strukturwandel in den letzten gut 50 Jahren schweißte sie nochmal zusammen. Daraus entwickelte sich etwas, sich als Region als Schmelztiegel zu verstehen. Dagegen haben wir sozusagen theoretisch die Vorstellung, dass Modernisierung von Gesellschaften auch Differenzierung von Gesellschaften bedeutet. Das heißt, es gibt einen Widerspruch, sich einerseits, das ist ein belasteter Begriff, als Ruhrvolk zu verstehen und andererseits eine differenzierte, fragmentierte, also auch Gesellschaft mit Grenzen zu sein. Und das möchte ich eigentlich untersuchen. Jetzt muss ich das... Es ist jetzt verhältnismäßig schwer, Ihnen alle Statistiken zu erklären, weil die manchmal dann doch verhältnismäßig deutsch sind. Ich gehe aber ganz anders vor als viele meiner Vorredner. Ich werde nicht qualitativ reden, sondern quantitativ reden. Und wir reden immer über bestimmte Zuwanderergruppen und ich habe einfach mal nur, das brauchen Sie gar nicht alles zu lesen, untereinander geschrieben, was es alles für zugewanderte Menschen in so einer Region gibt und wie hoch inzwischen der Zuwandereranteil ist. Also Sie können sich vorstellen bei dieser Grafik, dass es sich hier bei der roten Gruppe um die Bio-Deutschen, so sagen wir das manchmal, handelt. Und bei den anderen um die Zugewanderten. Wobei wir bei alledem natürlich auch, das ist hier noch nicht angesprochen worden, ein statistisches Problem haben. Auch aus Datenschutzgründen dürfen wir immer nur Menschen zählen, die einen nicht deutschen Pass haben oder wahrscheinlich auch einen nicht französischen Pass haben. Seit noch nicht ganz so vielen Jahren gibt es die Möglichkeit, in der Bundesrepublik zwei Pässe zu haben. Das heißt, Sie können einen deutschen und einen anderen Pass haben. Sie können aber auch auf den anderen Pass verzichten und nur einen deutschen Pass haben. Was für bestimmte Gruppen eben auch wünschenswert ist. Also zum Beispiel die sogenannten Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion oder aus Polen, die dann froh sind, eine deutsche Staatsbürgerschaft zu haben und die andere Staatsbürgerschaft ablegen. Auch ohne, dass Sie nun alles verstehen, können Sie sehen, dass bei 5,1 Millionen Einwohnern 800.000 Menschen eine erste nicht-deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das ist in der Region sehr unterschiedlich verteilt. Und wenn Sie, da habe ich natürlich Zugriff auf die Daten, so eine Stadt wie Gelsenkirchen sehen, das war gerade eine von den dunkleren mit dem hohen Anteil, dann können Sie feststellen, dass hier ungefähr ein Drittel den ersten oder eine zweite nicht-deutsche Staatsbürgerschaft hat. Dazu kommen eben auch noch viele Menschen, die eine andere Staatsbürgerschaft abgelegt haben oder das, was wir in der Bundesrepublik einen Migrationshintergrund nennen. Ein Migrationshintergrund kann die dritte oder vierte Generation von Zuwanderern im Rahmen der Gastarbeiterzuwanderung seit den 50er und 60er Jahren sein. Das heißt, in dem Fall hier auch ist die Zuwanderungsbewegung im Ruhrgebiet sehr viel stärker als im bundesrepublikanischen Durchschnitt. Und wenn Sie sich die Zahl angucken, jetzt für eine der Ruhrgebietsstädte, dann hat sich das in 30 Jahren in einer Generation mehr als verdreifacht. Das ist auch für eine Gesellschaft nicht so ganz einfach, wenn ich das mal so etwas vorsichtig erklären darf. So, wenn ich jetzt versuche, darzustellen, zu erfassen,
was das sozialstatistisch meint. Diese Menschen sind unterschiedlich und sie leben möglicherweise auch unterschiedlich. Auch etwas, was wir ganz normal wissen, da wo Wohnungen billig sind, ziehen die Leute hin, die eine billige Wohnung brauchen, weil sie materiell nicht so gut gestellt sind. Das heißt, das entsteht etwas, was wir gemeinhin Segregation nennen. Jetzt könnte ich das auf die Schnelle sagen, gleich zu gleich gesellt sich gern. Ob das gern ist, ist eine Frage, ob das nicht manchmal Zwang ist. Das heißt, Menschen unterschiedlicher sozialer Merkmale ziehen zusammen und haben dann auch verhältnismäßig ähnliche Lebenslagen. Diese sozialstatistischen Daten sind zu erheben oder kann man erheben, das bietet in allen unseren Staaten die Sozialstatistik. Und wir können aus bestimmten sozialstatistischen Daten auch bestimmte Verhaltensweisen ableiten. Das ist verhältnismäßig schwierig, welche Daten es gibt, auch vor dem Hintergrund der Datenlage. Also wenn Sie sich so etwas Komisches angucken, wie den Familienstatus, da treffen Sie normative Entscheidungen, indem Sie sozusagen sagen, was ist ein guter Familienstatus? Weil Sie ja sozusagen Zahlenwerte brauchen, Indexwerte brauchen. Und wenn Sie dann Papa, Mama und zwei Kinder für gut halten, dann halten Sie damit Alleinerziehende für nicht so gut oder gleichgeschlechtliche Partnerschaften für nicht so gut, wie auch immer. Also da sind immer auch normative Entscheidungen hinter. Da weise ich nur vorsichtshalber darauf hin, bei den Dingen, die dann gleich kommen. Wenn man versucht, und eine Folie habe ich noch dazwischen geschoben, das ist die deutsche Übersetzung von Pierre Bourdieu, die feinen Unterschiede. Das ist das, was wir sozialstatistisch schwer erfassen können. Sie wissen aber auch, wenn Sie durch eine Stadt gehen, welche Autos Sie vor der Tür erwarten, wo Sie erwarten, welche Zeitung in welchem Briefkasten steckt oder wer einen Anti-Atom-Aufkleber am Auto hat. Also wir haben so eine altersmäßige Erfahrung, wer wo wohnt und wie wir das erkennen. Was eine gute Straße ist, was eine schlechte Straße ist, das wissen wir alle. Das zu erfassen ist allerdings ausgesprochen schwer, bei Pierre Bourdieu ist das eben auch qualitativ, aber es fällt schwer, das zu erfassen. Ich biete Ihnen leider nur manchmal etwas normativ sicherlich anfechtbare Daten. Wenn Sie das sich angucken, dann sind das die Städte des Ruhrgebiets, die einen sozialen Rang haben und einen Familienstatus. Die gepunktete Linie ist der Ruhrgebietsdurchschnitt. Also die Stadt Hagen in der Mitte am Kreuz ist sozusagen die durchschnittliche Stadt. Da hat man einen Familienstatus, sagen wir mal Papa, Mama und zwei Kinder, der sozusagen dem Durchschnitt des Ruhrgebiets entspricht. Und Sie haben beim sozialen Rang oben, die in Essen sind reich, die in Gelsenkirchen sind arm. Also jetzt auch sehr kurz gesagt. Dann können Sie sozusagen daraus Erklärungen ableiten. So eine Stadt wie Bottrop rechts, da leben also viele Familiengeprägte, die aber nicht sehr viel Geld haben. In Mülheim, oben die reichste Stadt, leben Menschen, die relativ viel Geld haben, aber nicht sehr familiengeprägt sind. Das können Sie für alle Stadtteile machen. Dann kriegen Sie so eine komische Grafik, können die Stadtteile beurteilen. Das können Sie auch für das ganze Land Nordrhein-Westfalen machen. Also Sie sehen rechts oben Düsseldorf, die Landeshauptstadt, denen es verhältnismäßig gut geht. Der Wohlstandsfaktor ist rechts. Und das, was sozusagen schlimm ist, in Anführungszeichen, arm, alt, arbeitslos oder Ausländer zu sein, ist eben auch oben. Das heißt, es gibt verhältnismäßig viele sehr reiche Leute, aber eben auch verhältnismäßig sehr viele arme Leute. Und wenn Sie sich das in den Stadtteilen angucken, können Sie feststellen, wie unterschiedlich das ist. Das können Sie weiterführen. Also jetzt sind die deutschen Begriffe da. Auf der horizontalen Achse heißt das SGB-II-Quote. Das sind soziale Transferleistungen. In Deutschland sagt man gerne Hartz IV. Und unten der Ausländeranteil, also nach Pass. Das heißt, jetzt nach rechts und nach oben, je mehr Ausländer, desto mehr Sozialgeld. Das heißt,
die Ausländer, die Repräsentation der Ausländer in den Stadtgesellschaften zeigt sich in den Armutsvierteln. Wenn Sie sich dann die Entwicklung der Arbeitslosigkeit angucken, dann ist sie im Ruhrgebiet höher als in dem Land oder auch in der Bundesrepublik insgesamt. Und wenn Sie sich dann wiederum die Arbeitslosenquoten angucken, dann sehen Sie, dass in der Mitte das, was am weitesten geht, ist die Quote der Ausländer. Also Sie haben insgesamt eine Quote von Arbeitslosigkeit, in dem Fall 2014 und 2015, von ungefähr 10%. Und die Arbeitslosenquote bei Ausländern liegt zwischen 24% und 27%. Das müssen Sie jetzt sozusagen, da müssen Sie wieder sehr deutsch denken. Das sind die unterschiedlichen Schulabschlüsse von Ausländern oder Menschen mit einem deutschen Pass. Bleiben wir bei der obersten Quote, während 13% nicht einen deutschen Pass haben, gehören die aber zu dem dreifachen Wert zu denjenigen, die keinen Abschluss machen. Und dann nochmal zu einem doppelten Wert zu denen, die den schlechtesten Abschluss machen. Also auch unter den Bildungschancen sieht es sehr deutlich aus. Wenn Sie sich angucken, gerade unter den Kindern, diejenigen bis 16 Jahre, wenn Sie sich da angucken, die Quote derjenigen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, dann haben Sie eine Sozialgeldquote von 42% oben. Oder, das ist so eine Grafik, wie man sie auf PowerPoint-Folien nicht machen sollte, da sehen Sie aber, wie hoch am Ende einfach 2015 die Werte sind, dass ein Drittel der Kinder oder mehr von den Kindern unter 18 Jahren oder Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren auf Sozialleistungen angewiesen ist. Das können Sie typisieren. Auch da muss ich Ihnen jetzt, glaube ich, nicht so sonderlich viel zu erzählen. Sie sehen die tiefrot geprägten, das sind insbesondere arme, schrumpfende Städte. Das hat dramatische Auswirkungen, wenn Sie gucken, dass mit dem Anteil der Nichtdeutschen an der Bevölkerung auch die Zahl der Kinder steigt. Das heißt, auch da, wo man nicht deutsch ist, hat man besonders viele Kinder und wo man besonders viele Kinder hat, ist man besonders arm. Also das kann man das kann man in verschiedenen Formen machen und das hat dramatische Auswirkungen. Wenn Sie unten auf der horizontalen Achse sehen, der Anteil der Arbeitslosen und das mit der Lebenserwartung von Frauen in dem Fall vergleichen, dann sehen Sie, je höher die Anzahl der Arbeitslosen ist, desto kürzer ist die Lebenserwartung von Frauen. Das können Sie in verschiedenen Spielchen durchspielen, also immer sind die Grafiken gleich, ob es sich um den Anteil von Lungenkrebs handelt, ob es sich um alkoholbedingte Lebererkrankungen handelt, ob es sich um Kinder mit Adipositas handelt und das finden Sie im Ruhrgebiet, wir reden da von dem Sozialäquator, vor allem in den nördlichen Teilen, die besonders viele Menschen mit Migrationsgeschichte oder eben mit nicht-deutschem Pass aufgenommen haben. Das Ganze, damit belästige ich Sie auch nicht mehr weiter mit Folien, ist für so eine Region ausgesprochen schwierig, die weiter schrumpfen wird, weil die Deutschen sind alt und werden weniger. Und man sieht, die Zahl derjenigen, die sehr alt werden, steigt, während das Ruhrgebiet insgesamt Bewohner verliert. Und die Bewohner, die sie als jüngere Bewohner hat, sind arm, nicht gesund und kriegen keine Schulabschlüsse. Das heißt, auch ökonomisch verschwindet das, was man so komisch, finde ich, Humankapital nennt. Das heißt, auch da ist das für eine Region letztlich hochgefährlich. Und da komme ich dann eigentlich nochmal zu einer Schlussformulierung.
Sicherlich ist, wenn wir die sozialen Folgen der Zuwanderung uns angucken, ist das Ruhrgebiet eben kein Schmelztiegel. Es hat nicht jeden mitgenommen. Es gab eine Initiative, die heißt Kein Kind zurücklassen. Ich fand das immer negativ formuliert. Man hätte auch sagen können, alle Kinder mitnehmen und das positiv formulieren. Aber das ist offensichtlich nicht gelungen. Also in der sozialräumlichen Differenzierung des Ruhrgebiets zwischen familiengeprägten, von Ausländern geprägten Räumen mit großer Armut und den wenigen deutsch geprägten, eher wohlhabenden oder soziale Mitte Orten, in dieser sozialen Differenzierung der Ruhrgebietsgesellschaft materialisiert sich die Migrationsgeschichte. Und langfristig wird dort materialisiert eben die Geschichte der Zuwanderung, und es entstehen bestimmte Sozialraumstrukturen in den Quartieren, wo Ausländer leben. Das heißt, das Problem, jetzt mal zugespitzt und vielleicht auch etwas überzogen, ist eigentlich viel weniger nur die Migration, sondern es ist die steigende soziale Ungleichheit und Chancenungleichheit, und es ist das Trennende zwischen den unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen. Man redet da manchmal von den Modernisierungsverlierern oder inzwischen auch von denen, die Angst haben, mit der Modernisierung zu verlieren. Und das ist der Nährboden nicht nur in der Bundesrepublik für Rechtspopulismus, für Fremdenfeindlichkeit, für Rassismus und neuen Nationalismus, für antidemokratisches Denken und Verhalten. Obwohl wir uns eigentlich alle darauf einstellen müssen, dass, wenn es das denn je gegeben hat, wir uns verabschieden müssen von der vermeintlich ethnisch einheitlichen Nation, die es vielleicht nie gegeben hat, aber auf jeden Fall nicht mehr gibt. Jenseits der vielen kleinteiligen Maßnahmen zur Integration dieser verschiedenen Bevölkerungsgruppen in lokalen und regionalen Gesellschaften und sozialintegrativer Politik sehe ich eigentlich nur die Perspektive, die Europa oder vor allem Westeuropa mal hatte, in der Vorstellung eines sozialverantwortlichen Sozialstaates, so sagt man das in der Bundesrepublik, ich glaube der europäische Begriff ist eher Welfare State, der sich um Chancengerechtigkeit, gerade auch im Bildungsbereich, kümmert und um demokratische Teilhabe. Insofern um mit Migration, nennen wir das auch mal wieder so auf die Kürze, fertig zu werden, ist eigentlich ein aktiver und aktivierender Sozialstaat eine unbedingte Notwendigkeit, für die dann auch Migrationsforscher eintreten müssen. Vielen Dank. Je vous remercie, vraiment un respect du temps de nos trois communicants, vraiment extraordinaire, merci beaucoup. Écoutez, on va prendre quelques questions dans la salle. Pour respecter notre temps, on en prendra quelques-unes, quitte à avoir avec les autres interventions un débat plus important après, ce qui nous permettra de respecter la pause et voilà, mais on peut prendre plusieurs questions. Je vais bouger. Oh, d'accord. Hop. Désolé. Ja, herzlichen Dank für die Susanne, herzlichen Dank für die Vorträge. Da war jetzt natürlich wieder viel drin und kam viel zusammen. Ich fand es natürlich spannend, was Onur Erdur gesagt hat, also dieses Beispiel eben, weil wir auch vorhin ganz kurz, der Kollege Hahn und ich, über Regina Röhmhild diskutiert haben, und das läuft so ein bisschen auf so eine Entmigrantisierung der Migrationsgeschichte, sie würde sagen Gesellschaft, also der Migrationsforschung, Migrationsgeschichte und gleichzeitig Migrantisierung der Geschichte im Allgemeinen hinaus, ne? Und dafür ist das irgendwie auch ein super Beispiel. Mich würde nur ganz konkret interessieren, weil das jetzt gar nicht angesprochen wurde, diese Gewaltausbrüche, die nach der Wiedervereinigung folgten und die sich jetzt nicht nur gegen die türkische Community, aber auch in Mölln gegen die türkische Community gerichtet haben.
inwieweit das irgendwie übrig geblieben ist als ein Erinnerungsort in der Community und inwieweit das auch gewissermaßen im Rückblick verknüpft bleibt mit der Wiedervereinigung als ein Effekt davon, eben dieser nochmal Ethnisierung des deutschen Selbstverständnisses. Merci. Ja, vielen Dank. Ja, das ist ein Punkt, der bei diesen fünf wiederkehrenden Motiven der vierte Punkt gewesen wäre. Wir waren zunehmend Fremdenhass und Rassismus ausgesetzt, wobei eben die Pointe ist, und das ist aber ein schwieriger Fall trotzdem, weil innerhalb dieser alternativen Erinnerung und Erzählung natürlich die Ausschreitungen, die zeitlich danach eher passieren, also es gibt Übergriffe auf Asylbewerberheime gab es auch 88 und 89, 90, das ist nur, ne, Klammer zu, aber es wird erinnert als logische, die Übergriffe 91, 92, 93 werden erinnert und gedeutet als logische, konsequente Folge des Einheitsprozesses als solcher. Also da wird quasi so, als ob es organisch irgendwie miteinander verbunden wird, und das ist natürlich in der Selbstdeutung völlig, sagen wir, nachvollziehbar. Ist aber natürlich tricky, weil, also zweimal tricky. Einmal, weil es natürlich so eine Art Kontinuität irgendwie herstellt, und zweitens, ich wollte das bringen und dann dachte ich, ja, vergleichsweise stark wahrgenommen innerhalb der türkischen Community zum Beispiel, im Vergleich zu was? Zu anderen Communities. Und dann war ich mir aber gar nicht so sicher, ob es, also wo man da eine Differenzierung machen kann, weil quasi reflektierte Menschen Anfang der 90er Jahre auch gemerkt haben, dass das natürlich in einem Zusammenhang steht, den man genauso vergleichen könnte mit dem Brexit. Es gibt eine Abstimmung oder ein historisches Ereignis, und dann gibt es auch irgendeinen aufkommenden Nationalismus, der sich dann plötzlich pogromartig dann irgendwie so, extrem irgendwie ergibt. Ja, das ist total wichtig. Es ist eigentlich fast schon das Hauptnarrativ. Oder sagen wir die Hauptkopplung, die gemacht wird. Ja. Aber gerade deswegen habe ich sie nicht erwähnt. Ja, weil sie zu kurz wieder, also sie greift wieder zu kurz, sie zieht zu Kurzschlüssen, die eigentlich auch so historisch ja auch gar, in dem Sinne auch gar nicht so korrekt sind. Vielleicht so viel fürs Erste. J'ai beaucoup apprécié la phrase « Nous sommes aussi le peuple ». Et dans cette phrase, je trouve que le peuple, das Volk en allemand, je connais très peu l'allemand, mais das Volk, c'est un genre neutre. Et qu'est-ce que... alors, est-ce que la nation, c'est neutre aussi en allemand ou pas? C'est die Nation? C'est die Nation. Donc, est-ce que le mot... Comment vous entendez le peuple? Un concept tout à fait abstrait, parce qu'ils n'ont pas dit « nous sommes aussi la nation », mais « nous sommes aussi le peuple ». Et le peuple, das Volk, c'est inanimé. Or, le peuple, c'est fait d'être humain, non? Alors, comment vous percevez ce concept de peuple? Merci. Très difficile. Mais super, nee, ich mache es trotzdem auf Deutsch, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Deswegen habe ich an einer bestimmten Stelle gesagt, der heikle Volksbegriff. Es ist nicht so, dass ich, also je mehr ich reingeblickt habe, wieder mal, jetzt im Zuge der Vorbereitung, desto höher ist die Fallhöhe quasi, ist der Abgrund, in den man blickt. Bei dem Volksbegriff, erster Punkt. Zweiter Punkt, um es gleich aber positiv zu sagen, es gibt natürlich eine Diskussion um Volkssouveränität, bei der, oder um den Volksbegriff, der nicht gleich diese negative Konnotation hat, deswegen habe ich so diesen demokratietheoretischen, die demokratietheoretische Dimension so stark gemacht, weil man dort quasi eine Begrifflichkeit, bei der man, also eine Ebene findet, bei der man auch konkrete Aussagen treffen kann und problematisieren kann. Jetzt, um inhaltlich zu antworten, das Volk, ich hab eine ganz andere Assoziation gehabt zu dem das Volk, um anders zu antworten. Ich habe nämlich mich gefragt, wiefern, also man müsste bei diesem Satz von dem vermeintlich türkischen Einwanderer, man weiß es ja eigentlich gar nicht, das suggeriert man ja immer, das denkt man sich dabei, ja, vielleicht ist er auch kurdisch oder türkisch-kurdisch oder
oder syrisch-aramäisch mit dem türkischen Pass. Man weiß es nicht. Und nicht Muslim. Aber egal. Ich versuche die Frage noch zu beantworten. Die Frage zu beantworten, indem ich sage, ja, die Pointe bei dem Wir sind auch das Volk, wenn man nicht auf das Auch pointiert und nicht auf das Wir, sondern auf das Volk ist, welche Vorstellung von Volk hat eigentlich diese Person gehabt? Mit das Volk dann. Und da würde ich eher, das könnte problematischer sein, weil er vielleicht im Türkischen eine Vorstellung hat von Halk, die total ethnisch konnotiert ist. Oder kodifiziert ist. So. Das ist immer noch keine Antwort auf Ihre Frage. Merci. Merci. Oui, discussion à la suite en réalité, parce que c'est vrai que j'ai eu le sentiment que c'était des interrogations essentiellement allemandes, que ça ne pouvait pas être une interrogation française. Oui. Oui, oui. En France, on a une affirmation primale, le peuple, c'est quelque chose d'abstrait. Alors, effectivement, dans un premier temps, on a tendance à dire que c'est la nation. Et puis, à la suite, on a une conception qui est totalement juridicisée du peuple, à savoir que c'est une entité en réalité abstraite. On ne parle pas du peuple sociologique, à proprement parler, lorsqu'on est amené en France à disserter sur le peuple, si ce n'est en faisant de la sociologie, bien évidemment. Pourquoi dire cela ? Parce que je crois qu'il y a un problème qui est d'ordre terminologique. Wir sind auch Volk, ça n'a pas de sens. Nous sommes également citoyens en France, ça a un sens. Ça a un sens parce que c'est une revendication, effectivement, de participation à la société démocratique, une revendication de représentativité. Mais parler de peuple, c'est toujours vu comme une unité. Ça ne peut pas être en soi une pluralité. Donc immédiatement, dès lors qu'on est national, on est censé, d'un point de vue juridique bien évidemment, appartenir à ce peuple. Ça ne peut pas s'entendre lorsqu'on est dans un cheminement intellectuel français. Mais ça pose en réalité la question de la substance même du peuple. Quelle est sa réalité ? Et c'est en cela que votre interrogation nous interpelle, car elle nous renvoie à un mode de pensée qui est totalement dogmatique et qui a besoin d'être interrogé dans son dogmatisme et qui doit nous amener véritablement à penser ce qu'est la substance du peuple, qui ne peut pas être vue simplement de manière dichotomique entre le peuple abstrait et le peuple sociologique, mais qui doit avoir un contenu qui est fondé effectivement sur la démocratie, sur le contenu de la réalité démocratique. Merci. Vous voulez répondre ou c'est... Je pense que c'est un développement. Mais je vais... Oui, je vais juste rapporter une petite note de bas de page que Onur a bien mis en valeur. Donc, l'affiche fait quand même directement allusion au slogan de l'automne 89, et le mot folk en l'automne 89 est effectivement une demande de participation, voire de souveraineté populaire, c'est-à-dire c'est directement dérivé du démos grec, nous voudrions avoir une démocratie, et si vous vous êtes pas au courant, c'est nous le démos. Donc c'était ça l'idée principale, c'est-à-dire c'est une idée républicaine plutôt que ethnique, qui plus tard se trouve chargé d'une ethnicisation, telle que j'ai compris dans ton exposé. Et pour compléter, avant de laisser quand même Onur Erdur nous répondre, toujours dans cette même veine, un slogan qui d'ailleurs va être détourné une nouvelle fois en 2014 par le mouvement Pegida, et Onur y a fait allusion très justement. Nous sommes le peuple, un beau détournement de ce slogan à l'origine de revendications démocratiques à l'Est, mais que les pégidistes, donc qui manifestent contre la présence étrangère en Allemagne, détournent à leur manière parce que c'est un véritable slogan politique. Merci Gwenola, je vais vous donner la parole et on arrêtera là pour faire la pause. Vielen Dank für alle diese drei, weil sie einfach mosaikartig genau die Dinge, das Puzzle zusammenbauen, dass ich hier ja wirklich nur
mit Abgründen quasi versucht habe zu skizzieren. Aber das ist also das Interessante jetzt, mit der, wenn ich die Diskussion quasi noch zu kommentieren dürfte, dass diese Dinge miteinander, also ineinander greifen, nicht nur dann zeitlich und kategorial, sondern wirklich, dass dann dieser Satz kommt, wir sind ein Volk, das habe ich ja stark gemacht mit dem, der Demos meldet sich gegen dieses totalitäre Regime, also vergesst uns jetzt auch nicht, ja, und gleichzeitig aber eben eine, ja, wie soll man sagen, ja, und dann jetzt auch diese gegenwärtige Perspektive mit dem Pegida, deswegen habe ich diese demokratietheoretische Ebene so stark gemacht. Der Satz, wir sind auch das Volk, findet sich nämlich nicht nur einfach in der historischen Migrationsforschung und der Erinnerungskultur an 89, 90, sondern er findet sich in dem wunderschönen Buch von Jan-Werner Müller mit dem Titel Was ist Populismus? Eines von den Büchern, die in den letzten zwei Jahren quasi versucht haben, diese Debatte, also um den Populismus, was ist Populismus, auf den Punkt zu bringen. Wenn Sie dieses das Bändchen aus dem Surkamp-Verlag lesen, diese 150 Seiten, da taucht alle 6, 7 Seiten taucht dieser Satz, wir sind auch das Volk auf. Weil Jan-Werner Müller, Politikwissenschaftler und Ideenhistoriker, diesen Satz immer benutzt, um zu klären, um aufzumachen, dass wir hier einen Souveränitätsanspruch auch erfüllen können oder einen zivilgesellschaftlichen Anspruch. Und der bringt das immer als Gegenbeispiel zu, ja, wir sind ein Volk, ist problematisch, weil da eine Minderheit deklamiert, dass sie die Mehrheit darstellt. Wir sind auch ein Volk, ist repräsentationstechnisch, theoretisch, ein ganz normaler, partikularer Anspruch. So. Was nicht heißt, dass eben diese Dimension des Volksbegriffs hier irgendwie entproblematisiert wird. Aber sie findet auf dieser Ebene der Diskussion ist sie eben nicht mehr, hat sie nicht mehr diesen Beigeschmack des deutschen Volkes. Ja? Also das, was man eben im Le Peuple Français gar nicht hat, ne? Wenn man vom deutschen Volk redet. Also ja, vielleicht nur als Kommentar für diesen Gegenwartsbezug, der mich selber absolut frappiert hat, den Satz immer zu finden. Merci. Après ces échanges extrêmement intéressants qui vont peut-être se poursuivre au cours de la pause, je vous invite à prendre un café. Ça nous permettra de revenir dans respecter le temps, le découpage du temps. Merci. Thank you.
Je le laisse ouvert sur le bureau et comme ça ouais. Vous retrouverez juste en bas parce que vous c'est PowerPoint okay. et Magali c'est LibreOffice. Comme ça, il n'y a pas de différenciation. Enfin, il y a deux schémas. Ça va juste revenir au départ. Oui, par contre, oui. Voilà, au milieu de l'exposé. Tout à fait, non, vous avez raison. Confuse. Ouais, je vous mets en plein écran comme ça. Voilà, comme ça, ça sera. Vous aurez vu qu'avec les flèches. Oui, c'est vrai. Par contre, oui. Oui. Pas grand chose de. Merci. Et je crois que j'ai laissé mon message. Merci. Merci. Mettre de l'eau. 3 minutes ouais. Ou... Oui, je pense que vous pouvez en prendre. S'il vous plaît, il faudrait que l'on puisse redémarrer. S'il vous plaît. Ouais, il faudrait que l'on puisse redémarrer afin que nos collègues puissent avoir le temps de présenter leur communication aussi. Oui ?
Merci de regagner vos places. Alors là, là vous êtes. Alors là, il y a cette Gloria. Oui, bonjour. Enchantée. Enchantée. Donc vous êtes Gloria Gagné et vous. Voilà. Donc bah, vous, en deux mots, vous vous présentez. Hein, voilà. Et puis vous. Voilà. Bon. Merci. Donc, pour continuer à fonctionner dans les temps, je vais donner sans tarder la parole à Gloria Paganini, donc, qui va nous faire une intervention donc, sur les nouveaux Italiens de Nantes, exploration d'une trajectoire contemporaine. Bonjour et merci avant tout aux organisateurs de ce colloque de m'avoir permis de présenter les débuts d'une recherche et merci aussi aux traductrices que j'ai fait patienter pratiquement jusqu'il y a 24 heures avant de leur communiquer mon texte. Donc merci beaucoup pour leur patience. Je suis maître de conférence en études italiennes à l'Université de Nantes et membre du CRINI, Centre de recherche sur les identités nationales et l'interculturalité. Il y a quelques années, de retour de sa première journée dans un lycée nantais, ma fille m'annonce que dans sa nouvelle classe de seconde, il y a des Italiens. Elle ajoute, avec un enthousiasme qu'elle souhaite évidemment partager avec son italienne de maman, qu'il y en a plusieurs et surtout des filles. Et elle commence à dire, elle s'appelle Dunia, Asma, Assia. Et je m'entends encore aujourd'hui répliquer de manière totalement automatique, mais ce ne sont pas des Italiennes alors. Face au regard consterné de ma fille, j'ai aussitôt compris que mon italianité à moi venait de se déclarer inopinément à travers un automatisme langagé contestable que ma fille d'ailleurs a immédiatement contesté. Mon discours avait pointé l'extranéité supposée d'autres Italiens pour pouvoir renforcer et rendre plus visibles par la même occasion les limites qui définissent mon territoire identitaire intime. Par ce réflexe, somme toute ordinaire, j'avais surgi à moi le besoin ancestral de se reconnaître dans un groupe homogène, cohésif, solidaire, prêt à s'identifier en tant que tel et à se défendre de toute éventuelle intrusion, voire de tout mélange avec d'autres groupes humains perçus comme différents, comme étrangers. Mais il n'était même pas question d'étrangers ici, mais justement d'Italiens. Je me suis alors demandé quelle était ma propre représentation de l'Italie, pays auquel je dois ma naissance, mon ascendance, ma langue et culture d'origine, ma nationalité, si je ressentais si vivement le besoin d'en verrouiller les frontières, du moins symboliques. La forme négative, ce ne sont pas des Italiennes alors, par laquelle j'ai formulé ma pensée, relève en effet d'un véritable déni. Une vaste littérature scientifique souligne qu'en Europe, les nouvelles générations d'origine immigrée subissent communément trois formes de discrimination que l'on peut reconduire avec Maurizio Ambrosini aux 3A, A comme apparence lorsque l'aspect physique présente des traits propres des populations issues de pays extra-européens, A comme accent lorsque la langue parlée présente des modulations qui dénotent une origine non autochtone, A comme ascendance quand le nom de famille évoque une généalogie étrangère. Ma réaction à moi face à l'énumération, en l'occurrence non pas de nom de famille mais de prénoms relativement inhabituels dans l'ère onomastique italienne, serait à inclure dans la troisième de ces figures de discrimination. La vision statique, homogène, uniformisante, ethnicisante de la société italienne qui émane de mon exclamation a pour effet de stigmatiser
ces jeunes Italiens, en mettant en doute, sur la base d'un élément perçu par moi comme exogène, la légitimité même de leur italianité. Le trouble que j'ai provoqué et que j'ai ressenti à cette occasion a été à l'origine d'une attention renouvelée de ma part vis-à-vis de ces jeunes compatriotes qui avaient surgi dans mon environnement familial. La curiosité initiale s'est ensuite transformée en intérêt plus circonstancié lorsque j'ai commencé à remarquer au sein de mes propres cours de langue et culture italienne à l'université de Nantes l'arrivée progressive mais tangible d'autres jeunes concitoyens présentant tous en apparence le même profil que les lycéennes mentionnées. Depuis 5 ans environ, quelques dizaines de jeunes Italiens d'origine maghrébine, mais je devrais dire plus particulièrement marocaine, figurent en effet soit parmi les élèves inscrits dans les sections binationales franco-italiennes qui délivrent les ABAC, le double diplôme, c'est le cas à Nantes du lycée Albert Camus, soit dans les filières universitaires visant une double spécialisation linguistique, notamment en italien et en arabe, et c'est le cas de la faculté des langues et cultures étrangères où je dispense mes enseignements. Selon les données publiées par Eurostat en avril 2018, je m'excuse, le tableau est coupé, mais le reste aurait confirmé les mêmes données. En 2016, environ 995 000 personnes, vous voyez ici en haut, ont acquis la nationalité d'un État membre de l'Union européenne. Pour l'année considérée, l'Italie, vous pouvez voir, ah mince, je trouve pas, voilà, l'Italie est en valeur absolue le pays qui a délivré le nombre le plus élevé de nationalités, correspondant à 20% du total européen. Un nouveau citoyen européen sur 5 est ainsi devenu tel en obtenant la citoyenneté italienne. Les deux premiers pays non communautaires dont proviennent ces néo-citoyens italiens sont dans l'ordre l'Albanie et le Maroc, le pays auquel nous allons nous intéresser ici. Le pic de naturalisation de 2016 a été enregistré en même temps qu'une baisse, d'ailleurs pluriannuelle, de nouveaux arrivants. Il résulte donc non pas d'une éventuelle augmentation de nouveaux entrants, mais de l'aboutissement à l'issue de 10 années de permanence sur le territoire national prévu par la loi italienne, des demandes de naturalisation présentées entre la fin des années 90 et le début de la décennie suivante. Dans le profil de ces néo-naturalisés, la classe d'âge est un élément particulièrement significatif. Il s'agit en effet de jeunes, 57% à moins de 34 ans, voire de très jeunes nouveaux citoyens. Les mineurs sont environ 1 million, soit 21% de la population d'origine étrangère. Et l'ensemble le plus consistant de ce dernier groupe a un âge compris entre 5 et 10 ans. Autrement dit, ce sont des enfants nés en Italie, pays qui constitue le principal bassin de ces étrangers, lesquels sont dans leur grande majorité nés à l'intérieur des frontières nationales. Si on prend en considération les données et prévisions publiées très récemment par le quotidien La République, aujourd'hui, il y a un peu plus de 5 millions de résidents étrangers en Italie. Les prévisions indiquent 14 millions de résidents étrangers pour 2065 et surtout 7,6 millions de citoyens italiens d'origine étrangère. Nombre d'études se sont intéressées à la question des appellations employées dans le langage ordinaire pour désigner cette population de jeunes résidents vraisemblablement en forte augmentation, dont le parcours individuel coïncide avec celui des Italiens de leur groupe d'âge, mais qui, en raison de leur trajectoire familiale, sont plus souvent assimilés à la catégorie indifférenciée des migrants. La langue italienne prévoit d'autres formes largement employées, telles que « immigrati di seconda generazione »,
seconde generazioni di immigrati, bambini immigrati, baby immigrati, etc. Appellation erronée étant donné que, comme nous venons de le souligner, aucun de ces jeunes citoyens n'a jamais directement fait l'expérience de la migration. Ces usages linguistiques relèvent de la même inertie qui semble constituer, aux yeux des observateurs, un caractère distinctif de la société italienne, entre autres, face au phénomène migratoire. Pourtant, un processus géopolitique et démographique qui a investi et profondément marqué l'histoire et la culture italienne depuis au moins 3 décennies mérite désormais d'être décrit de manière plus cohérente malgré les lenteurs, les résistances qui caractérisent les représentations collectives et dont j'ai moi-même fourni un témoignage personnel significatif. La presse italienne s'attache ainsi à employer le terme de « nuovi » Italiani, nouveaux Italiens, pour désigner de manière correcte les citoyens d'origine étrangère nés et résidant en Italie, qu'ils aient pu accéder ou pas à la nationalité italienne. Je ne vais pas aborder, bien sûr, ici cette question très sensible. C'est cette appellation que j'ai adoptée lorsque j'ai commencé à circonscrire l'objet de la recherche que je conduis actuellement, donc sur les nouveaux Italiens de Nantes. Dans mon hypothèse initiale, j'avais présupposé que cette arrivée chronologiquement concentré sur les 5 dernières années pourrait être relié à la récente crise économique qui a frappé de manière particulièrement dramatique les pays du sud de l'Europe. L'Italie enregistre depuis 2008-2009 une nouvelle vague d'émigration concernant les 2 extrémités de la pyramide d'âge de sa population. En effet, quitte l'Italie en masse les jeunes, surtout les jeunes qualifiés, diplômés et surdiplômés, et les retraités, pour des raisons différentes que je ne vais pas aborder ici. Et la France, vous le voyez, occupe la 3e place parmi les pays européens de destination, notamment du premier flux, c'est-à-dire des jeunes diplômés ou surdiplômés. On peut donc se demander si le déplacement vers les pays du nord de l'Europe de populations d'origine étrangère, qui s'étaient auparavant durablement installés en Italie, ne serait pas également à recenser parmi ces différents flux de mobilité sous contrainte économique. L'objectif de mon enquête est donc en premier lieu de reconstituer objectivement, sur la base de données factuelles, l'itinéraire des nouveaux Italiens que j'ai personnellement croisés et sollicités, et d'explorer en même temps la représentation qui se sont forgées de cette expérience de déplacement d'un pays à un autre sur fond de migration familiale antérieure. On pourrait en effet considérer qu'ils ont vécu 2 expériences de migration. La première est celle qui a été vécue par leurs parents d'une rive à l'autre de la Méditerranée et qui s'inscrit dans une mémoire d'ordre familial dont ces jeunes Italiens sont sans doute dépositaires. La seconde serait plutôt ancrée dans leur vécu individuel et dans une expérience encore relativement fraîche. Mais est-ce qu'ils la définiraient eux-mêmes, subjectivement, comme une migration ? Et devant se présenter individuellement, est-ce qu'ils emploient spontanément le terme de migrant pour leurs parents ? Et est-ce qu'ils l'emploient pour eux-mêmes ? Leur trajectoire ne pourrait-elle pas être plutôt recensée parmi ces pratiques de mobilité intra-européenne, particulièrement répandues chez les jeunes générations, pour décrire lesquelles la sociologue italo-allemande Edith Pichler, par exemple, propose un néologisme, notamment pour la communauté italo-berlinoise, tel que « Neue Mobile ». Dans la mise en œuvre de mon enquête, je me suis inspirée de la méthode d'entretien ainsi que des principes d'analyse de discours développés depuis les années 90 par Alain Blanchet et Anna Gottman. L'entretien s'impose, écrivent-ils, chaque fois que l'on ignore le monde de référence ou que l'on ne veut pas décider a priori du système de cohérence interne des informations recherchées. La pertinence de ce choix méthodologique m'a paru évidente, d'autant plus que mes a priori personnels, mes propres représentations de l'italianité pourraient, sinon biaisées, du moins orienter la reconstitution du monde de référence de mes informateurs.
En vue de ces entretiens, à visée exploratoire, j'ai donc prévu de laisser libre cours à l'échange verbal tout en présentant le cadre de l'enquête et tout en planifiant 3 consignes précises au cas où ces points essentiels ne seraient pas abordés spontanément. Je passe vite, je pourrais revenir sur la méthodologie si besoin. Comme on le voit dans le tableau suivant, 12 entretiens ont été programmés jusqu'au mois de juin, dont 5, qui sont surlignés en jaune, ont déjà pu être réalisés. On peut aisément constater une forte féminisation typique des filières des langues de l'ensemble des informateurs qui se sont déjà déclarés disponibles pour l'enquête. En fait, il n'y a qu'un garçon. Les entretiens déjà effectués, tous en langue italienne, sur demande des interviewés, ont été enregistrés, filmés, transcrits intégralement, d'une part à préserver toutes les informations obtenues, y compris celles qui pourraient se révéler pertinentes ultérieurement, et d'autre part en vue d'une éventuelle valorisation de ce corpus selon des modalités qui sont en cours d'élaboration. Une première lecture du corpus constitué jusqu'à ce jour me permet de formaliser l'émergence de quelques éléments, des tout premiers éléments, soit récurrents, soit significatifs, ou encore se prêtant à questionnement. Dans cette image sont indiquées les régions de provenance des 5 premières interviewées. Comme on peut le constater, elles sont nées et ont grandi dans des villes différentes, Trévise, Padoue, Bergamo, Modena, mais toutes situées dans le nord-est de l'Italie, c'est-à-dire dans la macro-région qui enregistre à la fois un taux de chômage parmi les plus bas du territoire national, vous le voyez à gauche, et l'un des pourcentages les plus élevés de populations d'origine étrangère. Ici, depuis au moins 2 décennies, la main-d'œuvre étrangère est absorbée dans la petite et moyenne industrie lourde, secteur où les cadres sont désormais issus de l'immigration. Il s'agit d'un tissu socio-économique favorable à l'installation des populations immigrées et dans lequel, effectivement, les parents des interviewés s'étaient durablement insérés au niveau professionnel. Les parcours décrits sont loin d'être linéaires, mais ils ont tous abouti tôt ou tard dans ces régions à des situations de plein emploi et pour les deux parents. Autrement dit, ce n'est pas sous la contrainte économique que la décision de quitter l'Italie s'est imposée. Au contraire, le transfert vers la France a entraîné la perte du capital professionnel accumulé en une, parfois 2 décennies de travail régulier en Italie, comme l'illustre dans le tableau suivant l'exemple du parcours des parents de l'une des interviewées. Le père de Aya était orfèvre au Maroc, la mère a un diplôme universitaire en lettres modernes, avait. Arrivé en Italie, le père a été successivement agent de nettoyage, serveur, commerçant. La mère a suivi une nouvelle formation socio-sanitaire. Le père est devenu soudeur pendant 15 ans, puis cadre dans la même usine. La mère a été employée pendant 10 ans en tant qu'opératrice socio-sanitaire pendant 10 ans. Arrivé en France il y a 4 ans, le père a commencé à être commerçant de légumes sur les marchés. La mère a été d'abord babysitter, elle est actuellement cuisinière. Le déplacement vers la France semble ainsi avoir impliqué une telle prise de risque, une telle régression sociale, peut-être un déclassement, que l'on peut bien se demander quelles sont les autres finalités, si on exclut justement la recherche d'un emploi ou d'un meilleur emploi, qui ont pu justifier une résolution aussi coûteuse et pas seulement sur le plan professionnel. Toutes les premières interviews convergent et je pense que la suite de l'enquête pourrait confirmer les premiers constats. La décision de partir a été prise par les parents au moment où ils ont commencé à envisager pour les aînés des fratries l'accès aux études supérieures. Dans ces circonstances précisément évoquées, les parents ont estimé sur la base d'arguments et informations d'ordre comparatif que le coût des études serait moins élevé dans les universités françaises, que ce coût pourrait être mieux soutenu et financé en France, y compris par les prestations sociales, et surtout que les diplômes obtenus en France seraient davantage valorisés et valorisants, notamment au niveau national, dans l'ère francophone. Indépendamment de la valeur de vérité que l'on pourrait éventuellement chercher à attribuer à ces estimations,
Ce qui nous importe ici de souligner, c'est que l'avenir des enfants tel qu'il est espéré et préparé par ses parents exige des conditions que l'Italie ne semble pas pouvoir satisfaire. À partir d'attentes parentales fortes, ambitieuses, ces couples ont soumis sciemment toute leur famille à un renversement de situation dont les effets ne sont pas perçus de la même manière. Un changement brusque, radical, a été vécu par l'une des interviewées comme une aventure, par une autre comme une situation amusante. En revanche, elles font tout état d'un véritable arrachement, voire d'un écartèlement, entre la vie intérieure et celle qui leur a été annoncée, de manière soudaine, parfois brutale, lorsque le transfert était déjà pratiquement imminent. Entre l'annonce de la décision et l'arrivée en France passent 2, maximum 3 mois. En tout cas, les parents, après être parvenus à une certaine stabilité en Italie, sont à nouveau prêts à accepter une parabole sociale descendante afin de créer les conditions les plus favorables à une parabole ascendante de leurs enfants. Comme l'écrit Maurizio Ambrosini, ils tolèrent le déclassement comme si c'était un passage obligé, une sorte de droit de douane à payer pour être admis dans un pays du Nord global. Les enfants, malgré les difficultés que la décision prise par les parents a entraînées, reconnaissent tous unanimement les qualités que ces actions sous-tendent. Ils reconnaissent des qualités sur lesquelles je passe rapidement, surtout du courage. Le courage de faire face à un pays inconnu, à des difficultés, à des pressions, des humiliations, de l'isolement, de la dépendance. La dernière publication de Maurizio Ambrosini, à laquelle je viens de faire référence, offre un cadre conceptuel qui me paraît très pertinent pour interpréter ces données. Pour migrer, il dit qu'il faut disposer d'un socle de ressources, parmi lesquelles des ressources se rapportant au caractère, au tempérament individuel, et des ressources d'ordre social, à savoir l'aptitude à mobiliser de manière efficace les réseaux familiaux ou nationaux déjà installés ailleurs. À partir de ce moment, donc, dans la suite de ma recherche, je vais isoler et m'intéresser à ces qualités ressources que les parents ont mis à la disposition une deuxième fois pour favoriser la mobilité sociale de leur progéniture. Il y a toutefois un item qui me paraît particulièrement signifiant et susceptible de se prêter à une investigation approfondie. Du corpus recueilli émerge en effet une notion forte de sacrifice de la part des parents qui suscite chez leurs enfants une admiration sans limite et un sentiment très profond de gratitude. Malgré le sentiment de perte, de manque par rapport à leur vie intérieure, ils se déclarent tous redevables vis-à-vis de leurs parents pour la résolution que les parents ont prise. Et je me demande alors, quelle pourrait être l'étendue réelle sur le plan psychologique, existentiel, mais aussi plus largement social, de la notion de sacrifice qui ressort de ces discours. Le renoncement, la privation que l'on s'impose volontairement ou que l'on est forcé de subir, soit en vue d'un intérêt supérieur, soit par amour pour quelqu'un, ce sacrifice donc, quels effets induit-il sur le parcours de ces jeunes Européens? Quelles répercussions va-t-il entraîner tout au long de leur itinéraire personnel? D'abord en termes d'investissement dans les études, ensuite sur le plan de leurs expectatives au niveau professionnel et surtout en termes d'attente de reconnaissance sociale. Qu'éprouvent-ils si et quand ils peinent à atteindre leurs objectifs, connaissant la valeur de ce qui a été, entre guillemets, immolé pour leur propre réussite? Quelle valeur humaine, sociale, éthique souhaitent-ils incarner pour pouvoir à leur tour honorer le geste de généreuse mais très exigeante offrande parentale qui a inauguré leur existence de jeunes adultes? Voilà. Les premiers entretiens qu'ils m'ont accordés se sont avérés comme des terrains de découverte et de recherche fructueuses, y compris sur le plan des représentations réciproques échangées entre nouveaux et plus anciens Italiens. Les questionnements qu'ils ont suscités ont fait ici l'objet d'une exposition très fragmentaire, mais j'espère avoir pu souligner au moins l'intérêt et les enjeux de cette étude. Merci de votre attention. Et excusez-moi.
Comme vous voyez, PowerPoint, ce n'est pas trop mon univers. C'est ironique, je suis née en France, j'ai grandi en France, mais je vais faire ma présentation en allemand. Pourquoi pas? Mein Name ist Sandra Wagger, ich arbeite für DOMIT, das ist das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland e.V. Ich bin dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und mein Projekt gerade ist ein virtuelles Migrationsmuseum, das Montag online gehen wird. Daher sind wir etwas angespannt gerade. Ich bedanke mich für die Einladung und die Möglichkeit zu sprechen vor allem. Also. Jahrelang war, oh, das fängt mal schon gut an. Apparemment, la coordination de mes bras, c'est pas non plus l'idéal. Jahrelang war Migrationsgeschichte unsichtbar und in Schulbüchern, Archiven, Museen kaum bis nicht repräsentiert und deshalb kaum wahrgenommen. Deutschland und andere Länder wie Frankreich verstanden sich nicht als Migrationsgesellschaften und dementsprechend war das Thema kaum präsent in dem Gesamtnarrativ. Auch in den Forschungen an Universitäten hatte das Thema wenig Visibilität und wirkte kaum Interesse. Die Stimmen und Erfahrungen der Migrantinnen wurden dabei auch selten wahrgenommen und gehört. WissenschaftlerInnen basierten ihre Untersuchungen eher auf offiziellen staatlichen Dokumenten und Archivalien und weniger auf das Erlebte der MigrantInnen selbst. DOMIT wurde 1990 unter dem damaligen Namen DOMIT, Dokumentationszentrum und Museum über die Migration aus der Türkei e.V. gegründet. Die Gründer und Gründerinnen waren Migrantinnen aus der Türkei und solidarische Freunde aus Deutschland. Ihr Anlass? Da die Geschichte der Migrantinnen weder in der historischen Wissenschaft noch in Museen oder Archiven besondere Aufmerksamkeit erhielten, nahmen sie es selbst in die Hand, dies zu ändern. Sie wurden zu Akteurinnen der Erinnerungskultur. Um das historische Erbe der Migrantinnen zu bewahren, wurde ein Archiv eingerichtet. Das DOMIT-Team sammelte in seiner direkten Umgebung. Jede und jeder fragte Freundinnen, Familien, Bekannte, Nachbarinnen und so weiter nach persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen, nach ihren Stimmen, Objekten und Dokumenten, die sie mit ihren Migrationsgeschichten verbanden. Gleichzeitiges Ziel war und ist bis heute, Hoffnung ist noch nicht verloren, die Errichtung eines Migrationsmuseums in Deutschland, das den Geschichten der Migranten Sichtbarkeit verschaffen würde. DOMIT wurde einer größeren Öffentlichkeit bekannt durch die Ausstellung, die Sie hier oben sehen, Fremde Heimat, eine Geschichte der Einwanderung aus der Türkei. Sie wurde 1998 im Roland-Museum Essen, heute Ruhr-Museum, gezeigt und war die erste große Ausstellung, die sich in Deutschland mit dem Thema Migration auseinandersetzte, also die besondere Sichtbarkeit hatte. Die Ausstellung war bilingual, türkisch und deutsch, und brachte dem Roland-Museum ein neues Publikum, das dem Museum sonst fern blieb. Das Gästebuch ist eigentlich ein sehr wichtiges und sehr schönes Beweis, dass die Besucherinnen von den erzählten Erfahrungen sehr gehört waren. Viele Kinder und junge Menschen erfuhren zum ersten Mal über das Erlebte ihrer Eltern und Großeltern. In den Familien, und das glaube ich kennen wir alle, war die Migrationserfahrung oft ein sehr tabuisiertes Thema. Darüber wurde nicht gesprochen oder sehr knapp und immer eher ja, positiv und weniger mit den eher negativen Aspekten. Nach dieser Ausstellung führte du mit weiteren kleinen Projekten bis zum nächsten großen entscheidenden Meilenstein. In den Jahren 2002 bis 2006 führte du mit mehreren Kooperationspartnern aus Kunst und Wissenschaft das Projekt Migration durch, das von der Bundeskulturstiftung gefördert wurde. Also ein massives, großes Projekt, viel Geld ist da geflossen. Die Idee war es, mit unterschiedlichen Perspektiven das Thema Migration in allen seinen Nuancen und Facetten zu bearbeiten und auszustellen. Es mündet in eine große sozialgeschichtliche und künstlerische Ausstellung, die 2005/2006 an vier Standorten in Köln zu sehen war. Im Rahmen des Projekts Migration wurde die Sammlung des Vereins tatsächlich erweitert, also massiv erweitert. Hinzu kamen Materialien zur Migration aus Italien, aus Griechenland, Spanien, Portugal, Marokko, Tunesien, Ex-Jugoslawien, Südkorea, Vietnam, Mosambik und Angola. Daher war der Name Dokumentationszentrum Museum über die Migration aus der Türkei ein bisschen passé.
langsam sprechen ist auch nicht mein, mein Ding. Im Jahr 2007 fusionierte DOMIT mit dem Verein Migrationsmuseum in Deutschland e.V., der sich ebenfalls für die Errichtung eines Migrationsmuseums einsetzte. Die Fusion führte Menschen mit und Migrationsgeschichte zusammen. Vor diesem Hintergrund und wegen der im Laufe der Zeit erfolgten Erweiterung der Sammlung entschieden sich die Mitglieder zu einem Konzept und einer Namensänderung. Aus DOMIT mit T wurde DOMIT mit D, Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland. Eine weitere große Ausstellung war Geteilte Heimat, 50 Jahre Migration aus der Türkei. Das war im DHM zu sehen, im Deutschen Historischen Museum, also eine ziemlich große Institution. Wir waren auch mit einer kleinen Ausstellung in Berlin zu sehen zum Thema Gastarbeiter, in Anführungszeichen, also bei dem Bundeskanzleramt. Also Frau Merkel hat von Weitem gewinkt, das war schön. Wie Sie sehen, DOMIT hat über die Jahre an Sichtbarkeit, aber stark an Expertise gewonnen. Neben den musealen und archivalischen Projekten haben wir auch eine Buchreihe, Edition DOMIT. Es gab bisher 3 Bücher über wenig erforschte Themen der Migrationsgeschichte heraus, unter anderem den Forststreik, mein Lieblingsthema. Auch im pädagogischen Bereich sind wir ja aktiv, unter anderem mit dem Programm DOMIT macht Schule. Und wir machen extrem viele Vorträge, Workshops, die für sehr unterschiedliche Zielgruppen gedacht sind, also für Schule, für Uni, aber auch für Ämter. Das ist immer eine schöne, große Herausforderung, aber macht immer Spaß. Ganz aktuell arbeiten wir an 3 großen Projekten, die ich ein bisschen später beschreiben werde. Bei allen diesen Projekten ist und bleibt unser Motto, Migration als Normalfall vermitteln. Und glauben Sie mir, das ist echt nicht einfach. Zu unserer Sammlung. Diese ganzen Aktivitäten wären natürlich ohne diese Sammlung kaum möglich, also komplett undenkbar eigentlich. Aus ein paar Kisten in einer Garage, genau wie bei Apple, so waren wir auch am Anfang, sind mittlerweile über 150.000 Archivalien, Dokumente, Audiodateien, Objekte und Videos geworden. Das ist viel. Es wäre für uns undenkbar, diese Sammlung der Öffentlichkeit nicht zu zeigen und nicht zur Verfügung zu stellen. Daher haben wir in unserem Archiv Räumlichkeit in der Bibliothek, um dann diese ganzen Dokumente der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die Sammlung wird von WissenschaftlerInnen, JournalistInnen, Studierenden, KuratorInnen, FilmmacherInnen, KünstlerInnen oder ganz einfach Interessierte zur Verfügung gestellt. Und das wird wirklich heftig benutzt, die Bibliothek ist immer voll. Die Objekte und Archivalien werden regelmäßig ausgeliehen und werden Teil von weiteren Ausstellungen in Deutschland. Das heißt, wir arbeiten mit anderen Museen in Deutschland, aber auch in Frankreich. Wir hatten schon ein Projekt mit Generique zum Beispiel. Dadurch werden die vielen Geschichten der Migrantinnen und der Migration weitergegeben, weitererzählt und für immer mehr Menschen sichtbar und spürbar. Gut, ich habe ein bisschen von unserer Arbeit gesprochen, aber um welche Objekte überhaupt und Dokumente handelt es sich? Was sind Migrationsobjekte? Ich glaube, die Frage kommt immer wieder hoch. Gibt es sowas eigentlich überhaupt, ein Migrationsobjekt? Können Sie sich bestimmt vorstellen, was sich unter Archivalien zur Migrationsgeschichte verbergen kann, von Gesetztexten bis zu Pässen, Legitimationskarten, Verträge, Gewerkschaftszeitschriften bis zur Aufrufen zum Streik, oder Dokumente der Lotta Continua, warum auch nicht, auch immer sehr spannend sowas. Es gibt wirklich unzählige Aspekte, die wir dokumentieren. In unserer Sammlung spielen auch Fotos natürlich eine entscheidende Rolle. Also ein bisschen von allem, von Profifotografen, von Ämtern bekommen wir auch Fotos, aber auch von Migrantinnen selbst. Familienfotos, Urlaubfotos, Momente des Alltags. Und die sind besonders spannend, weil sie viel über das Leben der Migrantinnen und um die Migranten erzählen. Private Bilder insbesondere, die nie für die Öffentlichkeit gemeint waren, also wie diese zum Beispiel, gewähren einen ganz spannenden Einblick in den Alltag, der sonst für immer verloren gehen würde. Also wir schätzen diese Bilder sehr und suchen die ganz aktiv. Interviews sind in unserer Sammlungsphilosophie ebenso wichtig, eigentlich zentral. Wir interviewen unterschiedliche Arten von Expertinnen, wir sehen die wirklich wie Expertinnen,
durch ihre wissenschaftlichen Recherchen oder ihr Erlebtes, also das Erlebte der Migrantinnen, bringt jeder eine andere Interpretation oder ein anderes Narrativ mit. Kombiniert ermöglichen diese uns einen multiperspektivischen Zugang zur Migrationsgeschichte. Das heißt, wir versuchen immer, unterschiedliche Facetten abzudecken. Oral History ist die Quelle numero uno für uns und darf nicht unterschätzt werden. Jede Geschichte, nicht nur die von Königen, zählt. Also da sind wir ganz klar, wir reden nicht nur mit Prominenz, sondern mit jedem Mensch, der mit uns seine Geschichte teilen möchte. Also diese Gespräche bringen viel Information, die helfen, besondere Erfahrungen zu systematisieren und korrekt weiterzugeben. Dadurch ergeben sich aber auch oft Möglichkeiten, viele Dokumente und dreidimensionale Objekte zu sammeln. Ich habe schon erwähnt, wir werden wirklich oft gefragt, was ist ein Migrationsobjekt? Wirklich, ich glaube, bei jeder Tagung, wo ich die letzten 6 Monate unterwegs war, wurde ich das gefragt. Und ich habe Bad News, es gibt keine richtige Antwort auf diese Frage. Und dazu möchte ich auch sagen, das finde ich gut so. Es gibt tatsächlich einige wenige Gegenstände, die einen besonderen Zusammenhang mit Migrationsgeschichte haben. Wie zum Beispiel diese Schilder aus der Verbindungsstelle, wo Arbeiter aus der Türkei rekrutiert worden sind. Oder es gibt auch Objekte, die ein Stereotyp ein bisschen abbilden, wie der Koffer, warum auch nicht, der wahrscheinlich der Klassiker schlechthin in den Migrationsausstellungen ist. Und ehrlich gesagt, ich kann keine Koffer mehr sehen. Aber meistens sind unsere Migrationsobjekte, also uns Domits Migrationsobjekte, unscheinbare, ganz banale Objekte des Alltags. Diese sind Objekte, also wie diese Lyra, diese Kemenge, die wir in dem Vortrag von heute früh hatten, die jeder in seine Schranken oder Wohnungen finden könnte. Also Kameras, Spiele, Kaffeemaschinen, Gitarre, Kleidungsstücke. Wer durch unser Depot geht, und das bekomme ich wirklich oft zu hören, glaubt wirklich für einen Moment auf einem Flohmarkt unterwegs zu sein. Es ist ein sehr gut organisierter Flohmarkt, ne? Nach Materialien, Plastik, Holz und so weiter organisiert, aber sieht ein bisschen wie ein Flohmarkt aus. Gleichzeitig staunen alle unsere Besucherinnen, wenn diese Flaschen, diese Plastikwaren, diese Pokalen, diese Kameras, diese Schreibmaschinen sehen, weil sie fragen sich, was hat das hier zu suchen? Und dann diese unscheinbaren Objekte bergen eigentlich Schätze. Was hier Besonderheit ausmacht, sind die damit verbundenen Erinnerungen. Sie stehen für besondere Erfahrungen, besondere Momente, die erinnert werden sollten. Dabei sind sie auch vielschichtig und haben ein großes Interpretationspotenzial. Und deswegen mag ich die so gerne. Also diese Plastikwanne wirklich weckt sehr unterschiedliche Erinnerungen bei sehr unterschiedlichen Menschen. Übrigens, es ist eine Taufwanne. Es wurde von griechischen Priester benutzt, um Kinder zu taufen, weil es ja gar keine Kirche gab. Schön orange, Plastik, hässlich. Genau. Sie trägen also diese Objekte Erinnerungen, Erzählungen und laden zu einer Reise in die Vergangenheit ein. Die Geschichte der BesitzerInnen macht diese Objekte zu Migrationsobjekten. Nur in ihrer Kombination mit Oral History kann diese Relevanz erkannt werden. Und nur mit der richtigen Brille können wir solche Objekte, Archivalien, Dokumente, graue Literatur, alle diese Sachen als Migrationsobjekte erkennen. Viele Bibliotheken, Archive und Museen haben bereits eine Sammlung zur Migration und wissen es einfach nicht. Das Geheimnis liegt in den Augen der Betrachter und der BetrachterInnen. Wenn gezielt danach gesucht wird, wer gezielt danach gesucht wird und mit dieser spezifischen Migrationsbrille die eigene Sammlung betrachtet wird, dann wird oft auch tatsächlich was gefunden. Es ist keine Migrationsbrille, ich sehe einfach schlecht. Also wie sammeln wir und wie kommen wir überhaupt an diese Objekte? Wir glauben, haben immer geglaubt, dass wir die einmalige Chancen, aber auch die Verantwortung haben, bewusst gegen das Vergessen zu agieren. Historische Museen generell kämpfen mit partiellen Quellen der Vergangenheit. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zukünftige Generationen das jetzt, also das heißt die Quellen der Gegenwart, zu überlassen. Deswegen haben unsere Gründerinnen angefangen zu sammeln und aus diesem Grund sammeln wir weiter und werden wir weiter sammeln. Dabei ist es wichtig zu wissen, was überhaupt gesammelt werden sollte. Und das ist tricky. Das heißt, dass die sammelnde Person die Geschichte der Migration schon ein bisschen kennen muss, um die richtigen Fragen stellen zu können, zumindest diese Impulsfragen. Gleichzeitig muss der Blick offen bleiben, um weitere Themen entdecken zu können.
Natürlich sammeln wir aktiv und initiieren bestimmte Projekte, um bestehende Lücken zu schließen. Das gezielte punktuelle Sammeln ist ein großer Teil unserer Strategie. Beispielsweise gerade sammeln wir in NRW, also in Nordrhein-Westfalen, ganz viele Dokumente und Erzählungen, Geschichten, Oral History von Geflüchteten, die gerade angekommen sind. Wenn das nicht jetzt passiert, dann ist es vorbei. Es ist für immer verloren. Die Objekte werden verschwinden. Diese Unterkünfte schließen. Es ist now or never. Also, Dialog, Austausch und Kommunikation sind da Schlüsselelemente für den Akt des Sammelns und dies geht auch nicht ohne Vertrauen. Das ist bei uns groß geschrieben. Wir haben immer Wert darauf gelegt, eine Vertrauensbasis aufzubauen. Viele unserer Leihgeber und Leihgeberinnen waren beruhigt, dass die DOMIT-Mitarbeiterinnen ganz am Anfang und heute noch ihre Sprache sprechen, ihre Erfahrungen mal selbst geteilt haben vielleicht oder schlicht und einfach ein bisschen Empathie zu haben. Empathie ist wirklich wichtig bei uns. Diese Beziehung ist wichtig und nicht künstlich erstellbar. Also wenn man nur das aus Nutzen machen möchte, das wird nicht funktionieren. Die manchmal sehr familiäre Atmosphäre, die wir da bauen, hilft sowohl uns als auch den Leihgebern, Grenzen und Hürden zu brechen. Also ohne Vertrauen zwischen Sammler und Leihgebern kann es nicht funktionieren. Oft sind Migranten und ihre Nachfahren, besonders Menschen, die politisch aktiv sind, Institutionen wie Museen gegenüber sehr misstrauisch. Sammeln heißt in unserem Fall, sich auf Augenhöhe zu unterhalten und unser Leihgeber zu respektieren und zuzuhören. Ich werde dann einfach schneller gehen und zu unseren Projekten. Okay. also bei uns, was ist wichtig ist, ist, dass es ist kein One-Off-Sachen, das ist einfach eine langfristige Beziehung, die gedacht und geplant ist. Das heißt für uns, wir wollen nicht jetzt, nur jetzt sammeln, sondern auch für die Zukunft und eine Kontinuität aufbauen. Kontinuität ist wichtig, die Nachhaltigkeit der Kontakte mit unseren Leihgebern und dem aufgebauten Netzwerk ist, was unsere Institution einzigartig macht. Es geht nicht nur um Respekt für sie, sondern um Wertschätzung und Dankbarkeit. Dahin sehe ich tatsächlich ein großes Potenzial. Stelle Sie mal vor, wir können Migranten und ihre Nachfahren, sofern sie es möchten, wir zwingen niemanden mitzumachen, machen aber gerne mit, ein Leben lang begleiten. Wir könnten Menschen von Anfang bis Ende begleiten, ihnen in regulären Intervallen dieselben Fragen stellen und sehen, wie sich ihre Meinungen vielleicht über die Jahre entwickelt, ändern, bleibt oder egal was. Das ist auch was, was wir anstreben. Mittlerweile kommen die Objekte zu uns. Wir brauchen nicht unbedingt zu Objekten zu gehen und unser Bekanntheitsgrad ist tatsächlich besser geworden, daher das erleichtert unsere Arbeit sehr. Für viele Objekte brauchen wir also nicht mehr wirklich aktiv zu werden, die Quelle kommt zu uns. Dabei haben wir immer ein offenes Ohr und ein offenes Herz. Das Sammeln ist für uns immer im Hinterkopf. Wir sind dafür sensibilisiert und sammeln mittlerweile wirklich reflexartig. Also das ist überall, wo wir hingehen, bringen wir was zurück mit, egal ob Dokumente oder Objekte. Ob bei Führungen oder Tagungen, wir gehen immer davon aus, dass die Menschen, die vor uns sitzen, egal welche sozialen Herkunft oder mit welchem Hintergrund etwas beitragen können. Also man muss nicht unbedingt eine Migrationsgeschichte mitbringen, um über Migration und reden zu können und etwas beitragen zu können. Ein Stück weit geht es bei uns auch um Empowerment. Die Geschichte der Menschen ist wichtig und es ist wert, gespeichert zu werden. Ihr erlebt es interessiert uns und Forschenden der Gegenwart und der Zukunft. Es geht um die Verfestigung des Wissens. Der Akt des Sammelns erfolgt nicht ohne Schwierigkeiten. Es fällt nicht leicht zu definieren, tatsächlich wer Migranten ist und wer nicht. Wir haben zwar eine breite Definition, die für uns eine Arbeitsdefinition ist, aber wichtiger ist es vielleicht, wie sich unsere Ansprechpartner selbst definieren und wahrnehmen. Im Grunde ist es immer ein Balancenakt zwischen Zuschreibungen und Selbstwahrnehmung. Und das ist wirklich sehr schwierig. Diesen gilt es zu reflektieren und auch mit den Leihgebern offen darüber zu sprechen. Was vielleicht als eine Frage der Empfindlichkeit erscheint, ist vielmehr eine entscheidende Problematik der Geschichtskonstruktion. Wer gehört dazu? Wer nicht? Wen sehen wir als relevanter Akteur der Migrationsgeschichte und wer verpassen wir vielleicht? Auch im Akt des Sammelns und des Ausstellens spiegeln sich hegemoniale Strukturen wider. Wir setzen Akzente und lassen andere Aspekte in Schatten. Diese hegemonialen Praxen müssen wir weiterhin in Fragestellen versuchen, sie durchzubrechen.
Das machen wir mit unseren technischen Projekten und da werde ich schneller gehen. Das eine ist das reale Zentrale Migrationsmuseum. Das ist unser ältestes Projekt, noch nicht realisiertes Projekt. Wir sind aber auf dem Weg und vielleicht da näher denn je. Gerade sind wir in dem Koalitionsvertrag des Landes NRW gelandet. Wir waren sehr überrascht und sehr glücklich darüber. Der Stadt Köln hat auch beschlossen, dass Köln dafür, also für ein Migrationsmuseum, der perfekte Standort wäre. Sagen wir seit 27 Jahren, aber gut, dass Sie das merken. Und jetzt engagieren Sie sich tatsächlich mit uns, eine Finanzierung zu suchen und relevanten Partner und auch einen Standort natürlich. Das Projekt, wie es am Anfang aussah und wie es jetzt aussieht, hat sich wirklich was getan. Das sollte kein klassisches Narrativ haben. Es geht nicht darum, sich auf Imagine Communities zu fokussieren, also ne, unterschiedliche türkische, italienische und so weiter, oder eine chronologische Erzählung zu reproduzieren. Vielmehr wollen wir die Gegenwart als Ausgangspunkt des Museums sein. Warum sieht unsere Gesellschaft so aus, wie sie aussieht? Wie entsteht Rassismus? Große Frage. Was ist denn eine Nation? Was ist denn eine Grenze? Wo sind die Grenzen? Was ist Identität? Sollen wir über Identität reden? Und so weiter. Es geht darum, die Konzepte zu dekonstruieren und anhand von, wie wir die nennen, historische Tiefbohrungen zu erklären und einzuordnen. Also das gesamte Narrativ muss geändert werden. Andere Perspektiven, die weniger gehört oder gesehen werden, muss Gehör verschafft werden. Wir streben eine multiperspektivische Erzählung von Geschichte als Migrationsgeschichte, in der Migranten auch selbst zu Wort kommen. Das ist uns wirklich wichtig. Darauf verzichten wir nicht. Als Betroffene, aktive Mitgestalterin der Gesellschaft und Zeitzeugen. Aber auch ihre Geschichte sind nicht homogen, das muss man einmal für alle gesagt haben. Und diese Spannung ist eben das Spannende. Zweites großes Projekt ist unser virtuelles Migrationsmuseum. Kommt Montag online. Ich lade Sie einfach ein, sich einzuloggen auf www.virtuelles-migrationsmuseum.org. Das ist eine virtuelle Stadt. Kein Museum wird reproduziert, sondern Gebäude stehen für Themen. Es ist möglich, durch die Zeit zu reisen, zwischen drei Zeitepochen, die wir anhand historischer Ereignisse in Deutschland definiert haben, unter anderem die Wende. Ja, macht ja Sinn. Und es wurde mit einer Agentur, die 3D arbeitet, entwickelt. Das war sehr spannend. Wir sind alle sehr müde, aber sehr glücklich, dass es rauskommt. Zum Beispiel da kann man sich über das Thema Arbeit in der Fabrik informieren, Bildung in Schule und so weiter. Und vielleicht, weil in meinem Abstract stand da was über eure Herausforderungen, jetzt steht das Museum und wie nutzen wir das? Wir haben da wirklich, glauben wir, ein großes pädagogisches Material entstanden, produziert und die werden wir versuchen dann in die Welt rauszubringen, das heißt in Schulen, in Ämtern. Wir glauben wirklich stark daran, dass das helfen könnte, die Beziehungen zwischen Migrantinnen und Ämtern in den Behörden zu vereinfachen, wann die Behörden wussten, worum es geht überhaupt und so weiter. Und da sind wir wirklich dran, einfach ein Netzwerk aufzubauen, das in die Welt zu bringen. Last but not least haben wir ein Projekt jetzt gerade laufen, vom Bund finanziert, eine mobile Einheit. Wir probieren einfach was Neues. Wir gehen in die Stadt raus oder eher in Deutschland, in den 16 Bundesländern, werden wir mit einer mobilen Einheit mit Informationen über Migration rausgehen, einfach uns in der Öffentlichkeit platzieren, vor einem Bahnhof, vor einer Schule und so weiter. Da mit lokalen Akteurinnen Workshops organisieren, Ausstellungen, was auch immer sie da mitmachen möchten und versuchen dann tatsächlich nicht zu warten, dass die Leute zu uns kommen, sondern umgekehrt einfach uns in die Stadtlandschaft integrieren oder inserieren und vielleicht diesen stören, warum auch nicht. Und da einen Versuch, einen Dialog in öffentlichen Raum zu starten. Also wir haben unterschiedliche Strategien entwickelt, die wir hoffen funktionieren werden, weil wir glauben, eine Lösung für alle Menschen gibt es nicht. Merci. Donc la parole est à la salle. On a encore, on peut prendre une ou deux questions, il n'y a pas de souci. Bon, là, cette fois-ci, je fais attention.
Danke. Ja, herzlichen Dank für die Vorträge. Also in dieser Zeit, in der DOMIT existiert und in der auch diese Forderung nach dem Migrationsmuseum, die ja der Gründer schon immer gebracht hat, hat sich ja auch viel in den anderen Museen getan. Irgendwie haben wir vorhin großes Deutsche Historische Museum erwähnt oder das Bonner Haus der Geschichte hat eine Ausstellung über Migrationsgeschichte gemacht, die kann man so oder so finden, aber wie auch immer. Auf jeden Fall ist das Thema ja tatsächlich auch in die, wie soll ich ja, wie nennt man die, diese allgemeinen Museen hinein migriert, ja. Was natürlich die Frage aufwirft, die man grundsätzlich diskutieren kann, brauchen wir eben ein gesondertes Migrationsmuseum, ne? Manche würden auch sagen, oh, das ist eine Art Ghetto-Museum, also ist es eben, also braucht es eben einen eigenen Ort, wo man sich nur um eben mit Migrationsgeschichte beschäftigt, oder wäre nicht gewissermaßen unser Anspruch, dass das eben ein Querschnittsthema ist in allen Museen und da vorkommt. Und gleichzeitig kooperiert ihr ja auch mit diesen, also ihr kooperiert mit diesen Museen bei Projekten, in dem ihr, außer ich nehme an, ihr konkurriert auch mittlerweile mit denen, wenn es um Objekte geht, weil natürlich das Bonner Haus der Geschichte auch irgendwie tolle Objekte haben will zu dem Thema mittlerweile und vielleicht einen größeren Anschaffungsetat hat, als ihr habt. Also mich würde interessieren, wie ihr das auch jetzt eben vor dem Hintergrund, dass diese Diskussion sehr lange gelaufen ist und erst jetzt eben nach so langer Zeit, dass vielleicht möglich ist, so ein eigenes Migrationsmuseum einzurichten und das Thema aber mittlerweile eben auch in den anderen Institutionen angekommen ist, also wie ihr das im Haus gewissermaßen seht und wie auch da vielleicht das Feintuning dann ist zwischen so einem eigenen Migrationsmuseum und den sonstigen Institutionen, die das Thema auch aufnehmen. Merci pour cette... Merci. Warum entweder oder? Also, das eigentlich finde ich gut, dass Museen sich mit dem Thema Migration beschäftigen. Stadtmuseen, Regionalmuseen, Freilichtmuseen, alle Museen sollten sich mit dem Thema beschäftigen, wenn sie das können und wollen. Fände ich super, finde ich super eigentlich. Und da machen wir auch mit, beraten sogar manchmal. Wir helfen auch dabei. Das ist... Wir sind regelmäßig auf Tagungen, wo wir auch mitreden. In Frankfurt zum Beispiel waren wir bei einer Abschlussveranstaltung von diesem schönen Stadtlabor. Es war wunderbar. Wir finden das super, dass es ankommt. Aber warum nicht auch dazu noch ein Haus, was sich wirklich nur dem Thema widmet? Das sehe ich nicht als Widerspruch persönlich. Ich weiß, dass Finanzen sehe ich das als Widerspruch. Ich glaube nicht, dass es ein Widerspruch ist. Also es gibt auch andere Institutionen, die ein bisschen in jedem Museum zu, also Themen, die in jedem Museum zu finden sind, die aber auch eine eigene Institution bekommen, finde ich absolut in Ordnung. Natürlich konkurrieren wir mit anderen Institutionen. Es geht immer um Gelder, natürlich. Wir haben aber eine ganz dezidierte Perspektive, die, finde ich, ein bisschen einzigartig ist. Wir haben ein schönes Netzwerk und ich weiß, dass es von vielen als Problem gesehen wird, dass es einfach zu viel Migration geben könnte. Ich glaube nicht, dass es je zu viel Migration geben wird. Zum einen, ich glaube, wir sind noch nicht eine Migrationsgesellschaft, das ist nicht für alle klar im Kopf. Und je mehr wir das raushammern können, desto besser. Daher hoffe ich mich, dass diese Institution da wirklich entstehen wird. Da gibt es viel Spielraum da drin. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir haben gerade ein Konzept. Es geht um Dekonstruktion von Konzepten, die diese Migrationsgeschäfte ausmachen. Es könnte noch sich ändern, es kann noch wachsen. Also da bin ich wirklich... Und wenn man mich kennt, das ist nicht so ganz selbstverständlich. Ich bin positiv und optimistisch, dass wir da was schaffen können. Und auch, dass wir Austausch mit weiteren Institutionen, Archiven und Museen schaffen werden. Merci. Peut-être regrouper les interventions par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui concerneraient Sandra ? Oui, très bien. Oui, alors mes félicitations. Sie haben die beste Sammlung, Sie haben das beste Netzwerk und Sie haben die stärksten Projekte.
Ça, c'est évident, wirklich, also beeindruckend. Ich muss aber doch eine Frage stellen, dafür habe ich das Mikrofon. Wie sieht es aus mit dem Konzept? Und Sie haben uns ja nun diese Alltagsdinge gezeigt. Und könnte hier nicht der Eindruck entstehen, so wie Sie es gerade gesagt haben, Sie erzählen andere Geschichten, dass Sie alltägliche, gewöhnliche Dinge aussondern, weil ein Migrant es in der Hand gehabt hat und jetzt eine besondere Geschichte draus machen. Aha, Migrantengeschichte. Ich war tatsächlich auch dabei bei der Abschlussveranstaltung in Frankfurt und ich war nicht beeindruckt. Diese Dinge haben keine Materialität. Diese Dinge senden keine Signale aus. Diese Dinge sind Migrantenobjekte, weil eine Geschichte den Sachen angeheftet wird. Aber ist das Ankleben von Geschichten tatsächlich hinreichend, um ein Museum zu machen? Funktioniert? Ja. Ja, also Ankleben von Geschichten versuchen wir nicht zu tun, tun wir auch nicht. Die Objekte kommen zu uns und wir sagen manchmal ab. Manchmal nehmen wir Sachen nicht an, weil das sind Konstruktionen, die nicht überzeugen und die wirklich manchmal so hier, das ist eine Kaffeemaschine und fragen wir nach wozu, was erzählt diese, warum diese Kaffeemaschine hat für dich was mit Migration zu tun und manchmal hat es wirklich eben nichts zu tun und dann reden wir weiter, das dauert, ne? Und die Badewanne, weil das ist wirklich von dem Priester für uns mitgebracht worden, die Badewanne ist wirklich ein Teil von diesen ein Zeichen, dass es keine Kirche gab. Das ist unterschiedlich. Ja, erzähle ich gerade über die Kaffeemaschine und jetzt nennen Sie die Badewanne. Das ist ein anderes Objekt. Ja. Ich erzähle von dieser Kaffeemaschine, die wir nicht angenommen hätten, weil sie wirklich tatsächlich mit Migration keine Verbindung hatte. Also die Person hat das wirklich als kulturelles Objekt mitgebracht, also ethnisch-kulturell so genannt. Das war wirklich so, ich bin Italiener, ich habe diese Kaffeemaschine. Okay, dann haben wir ein bisschen nachgebohrt. Erzählen Sie mal über Ihre Geschichte, woher kommen Sie, was hat Sie nach Deutschland gebracht und tatsächlich dadurch sind wir an andere Objekte gekommen, und andere Fotografien, die wichtiger waren und die wirklich diese Beziehung zu Migrationsgeschichten hatten. Wir haben auch einen ziemlich limitierten Depot, also Räumlichkeit und da versuchen wir auch wirklich Dinge zu nehmen, die was mittragen. Außerdem finden wir das auch gut, wenn Objekte noch Raum für Interpretation haben und nicht nur unsere, sondern wir haben diese blaue Flasche zum Beispiel, die dezidiert Teil einer Migrationsgeschichte, Mobilität aus Istanbul bis nach Köln erzählt. Die haben wir mit dieser Geschichte aufgenommen und jedes Mal, dass wir Besucherinnen haben, bekommen diese Geschichten neue Schicht und neue Interpretation. Das ist unfassbar, wie viele Potenzial drin gibt. Das sind alltägliche Objekte und die funktionieren, wie gesagt, finde ich auch mit diesem Background sehr gut zusammen. Deswegen trennen wir die auch nicht von diesem Hintergrund. Ein Objekt ganz alleine, ja, es ist genau wie eigentlich in vielen Museen. Eine Jacke ganz alleine, auch egal welche das ist, da kann man damit die Geschichte der Bauern in 1820 erzählen, weil man weiß, es war in dieser Zeit, ob man ganz sicher ist, dass das Ding so ist. Daher, wir versuchen wirklich da nicht das Objekt alleine aufzunehmen. Das Objekt hat eine sichtbare Dimension und eine unsichtbare Dimension. Und die unsichtbare Dimension ist ja für uns wichtig. Aber ich verstehe Ihr Argument schon, dass es so banale Objekte sein können, ja. Merci. Une dernière question. Danke, ich mache es kurz. Es ist jetzt keine, ja, vielleicht doch eine kleine Konkurrentenfrage, bestimmt keine Konkurrentenklage, die natürlich jetzt mehr so aus der archivischen Ecke kommt. Ich könnte mir tatsächlich da eine kleine Überschneidungssituation vorstellen, wo wir sagen, okay, das ist jetzt ein gewachsener Bestand, den wollen wir lokal überliefern, der könnte potenziell für Sie interessant sein, finde ich völlig unproblematisch, damit gehen wir im Nichtamtlichen, im Nachlassbereich dauernd um. Was ich toll finde am DOMIT und wo ich auch glaube, dass Sie völlig konkurrenzlos sind und was für mich der Hauptgrund ist, warum
man ihnen eigentlich nur Gesundheit und ein langes Leben wünschen kann mit der Institution, das ist natürlich die Sprachkompetenz. Weil so eine zentrale Institution, wenn sie dann mal einen Apparat aufgebaut hat, der groß genug ist, um, ich sage jetzt mal, die relevanten Zielsprachen zumindest grob abzudecken, es wird wahrscheinlich nie 100% gehen, hat natürlich dann ein Instrument in der Hand, ohne dass ich mir eine professionelle Überlieferungsbildung nur sehr schwer vorstellen kann. Das ist genau der Punkt, wo wir eben auch mit unseren Initiativen dann manchmal an Grenzen stoßen. Also das ist für mich jetzt subjektiv eigentlich das wichtigste und wertvollste Merkmal, was Sie da in Ihrer Arbeit haben, warum ein solches Zentralinstitut aus meiner Sicht auch gerechtfertigt und ganz wichtig ist. Also kurz, ich freue mich auf weitere Archiven, die zum Migrationsamt, das ist doch toll. Und ich glaube wirklich, dass man in sich ergänzt vor allem. Also wir haben alle unsere Schwerpunkte und das klappt auch ganz gut so. Ich glaube, die Sprache, die wir haben, ist nicht nur eine sprachliche Kompetenz, Italienisch, Kroatisch und so weiter, sondern auch, dass man so aus einer empathischen Sprache unterhält. Und ich glaube, das ist wirklich nicht ohne. Und dass wir einfach immer da sind und nicht nur ein kurzes Projekt sind. Also diese lange Kontinuität und diesen Savoir-faire im Austausch mit Migrantinnen, Akteurinnen, unterschiedlicher Zielpersonen ist da schon sehr, sehr wichtig. Aber danke. Merci. Donc là, je vais vous donner quelques informations pratiques relatives à la suite de notre journée. Tout d'abord, il va y avoir le documentaire qui va démarrer là, bientôt, jusqu'à 18h. Ensuite, nous aurons rendez-vous, pour ceux qui le souhaitent, à 18h30 dans le hall de l'hôtel pour la visite du mémorial. Donc il est impératif d'être là à 18h30 car nous sommes attendus à 19h avec le guide. Et ensuite, donc à 20h, il y aura donc le dîner de gala au restaurant Le Dec, en face de l'éléphant. L'éléphant de la ville de Nantes. Voilà, donc à l'accueil de l'hôtel, on peut vous donner les informations pour vous y rendre facilement. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose, Gwenola ? Juste préciser que ce documentaire est en français. Et donc, voilà, tous ceux... Ah oui, c'est peut-être l'information est peut-être sur les feuilles. Documentaire en français, donc voilà, nous n'avons pas prévu de traduction et d'interprétation pour ce documentaire qui nous avait été spontanément proposé par Erika Thomas, qui je crois ne nous a pas encore rejoint, qui espérait et qui devait normalement être là pour présenter elle-même son documentaire, qui malheureusement, visiblement, n'a pas pu nous rejoindre encore. Mais le documentaire est extrêmement explicite en tant que tel. Et il est assez intéressant, je pense, et complémentaire des réflexions de la journée. Voilà. Donc, pour ceux qui assistent au documentaire, nous avons malgré tout rendez-vous à 18h30 à l'hôtel. Pour les autres, c'est 18h30 à l'hôtel. Pour ceux qui, pour une raison ou une autre, ne souhaiteraient pas, ne pourraient pas, ne voudraient pas assister ou visiter le mémorial, le rendez-vous est à 20h au restaurant Le Dec.